Was geht ab, meine Seefighter? Osario. Willkommen im Livestream oder Stream-Upload, je nachdem, wo ihr es anseht. Heute mit dem Extreme Sea Battle von Kid Gern. Wir schauen uns ganz kurz die Informationen an. Und zwar habt ihr sie eigentlich schon im, je nachdem, wann ihr es anguckt, im Video von zu paar Zeitinformationen. Aber ich würde euch gerne noch dennoch gerne etwas zeigen. Ja, ganz easy. Wie gesagt, im Stream Ausrufezeichen EZB Extreme Sea Battle bekommt ihr die ganzen Informationen dazu, die auch hier sind. Nochmal für alle einfach refreshen. Wir kämpfen nur, das habe ich im Stream nicht gesagt, wir kämpfen nur gegen Physisch-Typus. Mike, vielen lieben Dank fürs Followen. Wir kämpfen nur gegen den Physisch-Typus, also mit einem Super-Strength-Team kommt ihr da easy durch. Die Charaktere der Planet Namek-Saga sind effektiv gegen das Event, heißt sie machen mehr Schaden. Bis Stage 77 gibt es Preise, insane krasse Preise, also ich würde Ihnen empfehlen bis 77 zu machen. Darüber hinaus gibt es nur Herkul-Statuen. Aber bis Stage 30 müsst ihr komplett machen, damit ihr ihn voll ins Extreme sehen könnt, unseren Boy Free-to-Play Kid Gohan. Die Sache ist folgende: Unerweckt, also nicht Extreme Sea Awaked, hat er noch nicht den Planet Namek Saga Leader Skill. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, nehmt ein Super Strength Team, wenn ihr das bauen könnt. Packt den hier rein, euren Gohan, wenn ihr ihn schon habt. Extreme Sea Awaked, nicht Extreme Sea Awaked, sondern so wie ich gleich nur Dokkan erweckt, dann könnt ihr ihn ja dennoch mitspielen, ihr könnt dennoch mit ihm spielen, er macht dennoch mehr Schaden. Ist zwar nicht Extreme Sea Awaked, aber ihr könnt ihn trotzdem zu euch in den Super Strength Team mitnehmen. Ich bastel mir das ganze Team mal ganz kurz. Ich grüße gleich jeden, der da reinkommt. Ich bastel mir das ganze Team mal ganz so, damit ihr wisst, was ich meine. Und so, ja, mache ich gleich nachher, nur für den Anfang ganz kurz, mein Super Strength Team. Es gibt noch einen Underdog, was heißt Underdog, ein MVP, den ich euch nennen würde, das wäre Super Saiyan Goku von Planet Namek Kategorie. Aber ich mache mal jetzt ganz kurz hier meinen, beziehungsweise hier den Gohan, nehmt ihn mit, er macht vermehrt Schaden, wenn ihr ihn habt. Erst ab 30 könnt ihr ihn Extreme Sea Awaken, selbst dann würde ich trotzdem noch ein Super Strength Team benutzen und ihn halt in das Team packen. Ja, er ist dann Extreme Sea Awaken, macht vermehrt Schaden etc. Und by the way, Extreme Sea Awaken wird da auf SA15 sein Maximum sein. Holt euch einen zweiten aus dem Story Event, droppt aus Stage 1, bringt ihn auf SA5, tut den Dokkan erwecken, dann könnt ihr den SA5 als Trainingspartner für den benutzen. Also braucht ihr keine Kaiserschwänden, um ihn auf SA15 zu bringen. So viel dazu. Aber wie gesagt, nehmt ihn mit, könnt ihr mitnehmen. Wäre gut, warum nicht? Und andere Sache ist jedoch, wo ist der Goku? Ich habe ihn noch nicht erweckt. Ich habe mich gerade hingesetzt. Der hier. Ich weiß nicht, ob man ihn gebrauchen muss, aber ich denke nicht, dass Extreme Sea Battle schafft man auch so. Aber den kann man auf jeden Fall spielen, vor allem wenn man ihn erweckt. Er macht sehr soliden Schaden, gehört zu Planet Namek Saga Kategorie, heißt in diesem Extreme Sea Battle macht er vermehrt Schaden. Ihn würde ich euch empfehlen, wenn ihr ihn habt, tut ihn in euer Team. Wir gucken mal, ob wir ohne ihn auskommen und bomben mal einfach hier die Bombenkaräter hier rein, die wir so zur Verfügung haben. Wen klatschen wir noch rein? Zwei Subs. Ah, das Ding bei dem ist, der braucht schon auf jeden Fall Key ein bisschen. Attack um 12%, ja, bla bla. Attack per Rainbow, okay. Was hat ihr? Ja, Müll. Case of Respect. Hat legit keiner. Braucht keiner. Shattering the Limit. Ja, haben die Support hier auch nicht an der Stelle. Wisst ihr was? Wir machen es einfach random. Wir gucken einfach, wie es laufen wird. Ah, doch. Vegeta Shattering the Limit. Vegito Blue. Also, es passt das an der Stelle. Ich gehe anfangs mit einem Supporter. Der wird mir vollkommen reichen. Ich entscheide mich für den. Bardock, unser Urvater. Eigentlich könnte man auch den mitnehmen, aber der hat kein Prepared for Battle und so. Der gibt nicht so viel gut Key durch die Link-Skills. Obwohl, mit Goku ist er auf jeden Fall eine Bombe, aber wisst ihr was? Wir haben 7 Stages. Wir haben 7 Stages. Wir wechseln eh die Teams, damit euch ein paar Teams zeigen kann, wie das wo funktioniert. Also ich einfach mal sagen, wir fangen hier mit dem Extreme Sea Battle an. Ein Super Strength Team würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ihr werdet es auch gleich merken. Wir kämpfen nur gegen den Physisch-Typus, gegen Extreme Physisch. Haben da auch einen Vorteil. Wir haben Namek Gohan bis jetzt drin. Ich Super Saiyan Sai Goku würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Die klatschen das zur Seite. Die sollten das zur Seite klatschen. Gut, jetzt haben wir Namek Saga Gohan hier hochgeredet. Gucken wir mal, wie sein Schadensoutput ist. Und ich bin jetzt gleich im Chat unterwegs. Das machen wir alles nebenbei. Wenn es schwieriger wird, konzentrieren wir uns ein bisschen. Und zwar haben wir hier... Wen haben wir hier? Nightmare Monster, vielen Dank fürs Follow. XAK99, Mike, Planetzer, Ibiz Prime. What? Er war die Nummer 1, vielen Dank, was ihr habt. Michael, Fire. Fire. Danke fürs Abonnieren an der, Followen. Owned by Boomer, Xeki, Albi, YouTube, Kevtos. Was geht ab? Was geht ab, meine lieben Freunde? So, und jetzt rüber in den Stream. Osuru, Black Valor, was geht ab? Vielen Dank fürs Followen. Schaffe ich das ohne Super Saiyan 4 Goku? Ja, gute Frage. Die Frage ist, was nehmt ihr, wenn ihr Super Saiyan 4 Goku nicht habt? Ich bin ehrlich, die Anfangs-Stages werdet ihr auf jeden Fall schaffen. Stage 10 oder 20 mit jedem anderen Team. Podara-Team, Fusion-Team, geht rein, ihr bombt das zur Seite. Es ist halt ein bisschen anders wie die anderen Extreme Sea Battles. Es gibt mehrere Stages, deswegen werden wir mal gucken.
Normalerweise sind die anderen Extreme Sea Stages ab Level 20, muss man eure Teams schon anpassen, ja, in Typos und Effektivität, wir werden es aber gleich sehen. Heißt, worauf ich hinaus will, ist, wir werden gucken, ob man das mit irgendwelchen anderen Teams auch bis auf Stage 30 schafft, damit ihr diesen Free-to-Play Gohan euch erwecken könnt, damit ihr eventuell ihn nutzen könnt. Weil er gibt auch Shen-Charaktere nie, da heißt, ihr bräuchtet nicht zwingend Super Saiyan 4 Goku, deswegen wechseln wir einfach mal mit den Teams kreuz und quer. Warum wir mal zum Ergil-Team, weil Lee wollte, dass ich Majin Vegeta setze. Leider sind seine Chance, Majin Vegeta zu nutzen, wenn er erscheint. Danach switche ich wahrscheinlich wieder. Und da gucken wir einfach mal links und rechts, was da abgeht. Wie denn? Einfach geleckt, okay. Und was gehört so bei dir? Ja, der Tag hat sehr früh angefangen. Wie heißt das? Ja. Ja, früh angefangen. GG, News. Zack. Real Life. Bissl Fitness. Bissl hier. Bissl Mittagsschlaf und jetzt sind wir da. So nett, um es kurz zu fassen. Alright, Freunde. Ja. Achmat, was geht ab? Ozil, du hast in einen Kommi. Moment. Du hast in einen Kommi von meinem Kollegen geantwortet. Moment. Oh my god. Die Frage war, wie soll man LR Super Video dupen? Und du hast gesagt, alles auf Crit und Rest Edition. Aber wenn alles auf Crit ist, bleibt ja nichts für den Rest. The Real Hamza ist ein. Nein, 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 nein. Was heißt alles auf Crit? Du nimmst so oft Crit, bis du Crit gehen kannst. Und ihr bekommt den Rest mit. Ihr könnt nicht komplett alles auf Crit. Damit meine ich, geht so lange auf Crit, bis ihr nicht mehr könnt. Und die restlichen Sachen, wo ihr nehmen könnt, nehmt ihr Additional Attack. Einfach mal versuchen, Freund, mein Freund. Versucht doch einfach. Das, was ich sage, einfach versuchen. Dann merkt ihr das auch selber, dass ihr nicht alles auf Crit setzen könnt. Sondern nur eine gewisse Anzahl. In dem Fall Level 15 Crit und Level 11 Additional Attack. Warum habe ich diese Wortwahl genommen? Weil ich nicht weiß, ob er ein Dupe oder zwei Dupes hat. Je nachdem. Wenn er zwei Dupes hat, könnt ihr auf Level 15 Crit. Das wäre das Maximum. Und Level 6 Additional Attack. So, ich habe vorhin 11 gesagt. Level 6 bei Interaktieren. Und 5 Dodge nimmt ihr so natürlich mit. Deswegen. Ich wusste nicht, ob er ein oder zwei Dupes hat. Deswegen habe ich diese Wortwahl gewählt. Aber ja, einfach mal versuchen, ihr müsst ja nicht direkt aktivieren. Versucht es und guckt einfach. Okay, mein Boy Ozil hat gesagt, alles auf Crit. Was labert der Penner? Da versucht's mal. Oh, tatsächlich, okay, es funktioniert. Da habe ich noch einen Rest, den ich hier quasi geben kann. Genau, so. Und zwar, Hakai Destruction, Gok, Black Valor, was geht ab? The Reaper, Kinbreaker. Ich bin der Nasenbreaker, was geht ab? Nick das Royal, vielen Dank fürs Verloren. Ist der Gohan wirklich so stark? Gohan ist legit. Holt ihn euch, jeder holt ihn euch. Ihr werdet ihn brauchen, ihr werdet ihn nutzen, ihr könnt mit ihm spielen. Er ist so an sich stark. Ihr werdet ihn brauchen, wenn ihr das Extreme-Battle von Freezer macht, das noch kommen wird. Aber auch so ist er sehr, sehr gut. Er macht als Free-to-Play-Charakter nach seinem Extreme-Battle, ich sag mal, um den Dreh 1 Million bis 2 Millionen Schaden, dank seiner Passive. Was gibt's hier so nicht viel bei dir? Üff, Tamisa! Oh my god! Alter, Hamish, was geht ab, mein Freund? Und wie läuft's? Ventilator hinten krank, ja man, Kamui. Kennst du Kamui von Kakashi und Obito, sein Mangekyo? Oh, ich liebe jetzt Agelma, hat mir sehr geholfen. Ja, Agelma ist nice. Momo, was geht ab? Vielen Dank fürs Verloren. Hamish, wie läuft's mit Dokkan? Klappen die Events? Sorry, ich konnte letzte Zeit mir keine Zeit nehmen für dich. Aber kannst gerne mal nachher reinschauen, Diski. Wir sind da abends unterwegs. Was geht ab an Barion? Der ist GG, der ist echt gut. Oh, kriegen wir noch Tickets in Parzai? Ja, jeden Tag. Ihr bekommt immer noch dieselben Belohnungen. Falls du meinst, ob wir zusätzlich was bekommen wie Platz 1, denke ich ja nicht. Kommt natürlich darauf an, ob wir Platz 1 schalten, aber ich denke nicht mehr, dass wir Platz 1 schalten werden, weil der Hype eigentlich schon verflogen ist. Es sei denn, ja, alle eskalieren noch wegen den LR-Bannern, aber schauen wir mal. Und ihr seht schon, die Friendness ist voll mit Kakarot. Deswegen, wie gesagt, empfehle ich auf jeden Fall Super Strength Team. Ihr werdet das durchrushen. Intuis Dokkan Awake in LR Vegito Team muss nicht sein, kannst aber machen als Supporter. Kannst du mitnehmen, muss aber nicht sein. Wenn du Tech Vegito hast, würde ich mit Tech Vegito mitnehmen. Ja, Mann, das One-One. Was? Was laberst du, hab ich, Alter? Der sagt einfach, das von One Piece. Der labert irgendwas. Ich sag Naruto Sharingan, der kommt mit One Piece. Einfach irgendwas sagen. Der Junge, der weiß, wie es läuft. Was glaubt Zero? So. Potara Team rasiert, natürlich, auf jeden Fall, Freunde, auf jeden Fall. Ey, also, kannst du ein Video machen, was nach 3 Jahren kommt? Schau dir mein heutiges Video an, da gehe ich drauf ein, was danach kommt. Versuch mal LR Broly Leads. LR Broly geht auf jeden Fall auch. Warum hast du Sanko Goethe nicht Dokkan erweckt? Ich habe ihn reversed, weil ich den Dupe gezogen habe. Man schafft es mit einem Hero Team. Freunde, auf jeden Fall, man schafft es mit sehr, sehr vielen Teams. Das ist der Unterschied, weil es quasi für einen Free-to-Play-Charakter ist. Ist einfacher. Wir werden auf jeden Fall viele Teams versuchen, ja. Und dann, wenn ich merke, okay, jetzt bräuchte ich mal ein anderes Team, dann switchen wir zu Super Strength. Aber ansonsten,
irgendein Leader, den ich da sehe, den nehme ich einfach und damit wir ein bisschen Abwechslung haben, ja? Okay. Blau Bieter, was geht ab? Squad, Squad, Black Vegito und BD, düt mich Osoru, was geht ab? Bläh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freunde, morgen, habt den morgen Streamplan geschaut, ich habe geschrieben verschiedene Games. Ich wusste nicht, welches Game ich genau spielen werde und mit welchem ich anfangen werde, weil ich hatte was im Kopf. Ey, I love Baguette. Danke fürs Subscriben, was geht ab? Und zwar, Freunde, Mario Kart 8 Deluxe kommt morgen an, dann zocken wir Mario Kart 8 Deluxe ab sofort. Oh mein Gott, für Switch, das wird so brutal, Alter. Ich wollte mir eigentlich Download-Code holen. Guck so, HDF 60 Euro, haben wir die Fresse. Download-Code 60 Euro, wo leben wir? Dann schaue ich, also original, ja, physisch, HDF 45 Euro. In die Einkaufstasche damit. Dies aus, ja, vielen Dank fürs Follow, Engelbert. Yeah, was, Big Shuck, you don't know, Shadow, was hat er geschrieben, unser Boy? Die nennen Kefler einfach Kaflein. Mit A? Warum mit A? Geh hin und bomb die. Schreibfehler, schreibt alle Tickets. Hey, das heißt Kefler, nicht Kaffler. Schreibt mir bitte den L, hatte nach 20 Mal ziehen auch keinen bekommen, RIP. Wenn ich könnte, würde ich, Mate, wenn ich könnte, würde ich. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Nämlich, ich habe zu viele Charaktere, glaube ich. Deckhein. Darf ich bitte draufklicken? Okay, muss die Animation erstmal durch, oder was? Bide. Bide, lass mich draufklicken. Achso, das sollte erstmal kommen. Deckhein. Ja, Müll. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier mache, weil ich habe, bei mir ist alles überfüllt gerade. Aha. Kann ich den Weg, habe ich den Vegeta auf SC10, den ich gekriegt habe? Aber ich denke ja, Moment, Freunde. Vegeta, wo bist du? Bide, wo ist mein Margin Vegeta? Ey, hallo Leute. Ah, hier, aber das habe ich schon auf SC10. Natürlich ist auf SC10. Gisa und Bezünger, was geht da? Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt die Frage, ich muss ganz kurz gucken. Ich brauche ein bisschen Platz auf jeden Fall. Was ich hier säuber, wenn ich hier ausrotte. Gucken wir mal. Kauf dir mehr Inventory-Slots. Be wisely, mein Freund. Wenn ich 6 uns drauf noch habe, dann kriege ich das ein weiterer Multi. Idee ist der GSSR. Niemals gebe ich für Charakter-Slots was aus. Never. Kein Stone. Spaß, natürlich habe ich was ausgegeben, aber jetzt nicht. Never, ever. Die Stones, die müssen gespart werden. Wir wollen ein wenig Spaß haben. So. Oha, die ganze Ware brauche ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die oben hier brauche ich nicht. Weg damit. Ja, okay, das passt. Noch ein bisschen Platz. Solid, was geht ab? G-Player. Mäu. Alright. Habt ihr Bitcoins gekauft? Uff! Als ob, wo? Tamisa, wo? Ich sehe nichts. Bin gleich Level 13 XTMZ Awakening, dann gibt's erst lecker Schnitzel. GG, hey, korrekt, dann gucke ich deinen Stream weiter. Nice, was für Schnitzel gibt's? Mit welcher Soße? Guten Appetit auf jeden Fall. Flo, danke fürs Followen. Mach das gerade auch, bin jetzt bei 17. Okay, nice, dann bist du auf jeden Fall vor mir. So, nehmen wir unsere Girl Kefla. Wo ist mein Potara-Team? Hallo Leute, ich kein Potara-Team hier. Ja, ich kann Bock einzubauen. Bei Paper wurde abgebucht. Tamisa, die Legende. Handes, danke fürs Zuschauen, was geht ab? Ja, komm, machen wir das einfach mal so. Super geil sehen. Rein damit. Nicht jeder kriegt den Leader-Skill, aber was soll's. Also den besseren, aber was soll's. Alright, was steht denn hier dran? Und warum machst du Rita nicht wieder TOR und gibst ihn ins Team? Ich habe ihn Rainbow auch im Team. Ich brauche ihn nicht. Also, ich könnte ihn auch ins Team tun, aber ich brauche ihn nicht zwingend. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt keine Eile, ihn auch wieder auf Theo zu bringen, weil wer weiß, vielleicht ziehe ich noch einen Dupe irgendwann irgendwo. Also ich komme auch ohne ihn zurecht, deswegen muss ich nicht unbedingt jetzt wieder zurück reversen und ins Team tun. Auch so zurück und direkt Twitch Prime Sub gönnen. Nice, leider keinen Live-Ticker auch noch mehr. Schade, was klappt, was klappt. Aber was hat besser zu sagen? Vegeta und Bulma gehen Level 20 Crit auf jeden Fall und Level 6 Edition Attack, weil er Konter hat. Alles wegkritten. Oh, der neue Trailer zum Broly-Film. Ich war legit da auf Discord mit meinen Jungs. Der Trailer ist gejobbt und wir sind, also ich bin eskaliert total. By the way, Sahoy, Handes, vielen Dank fürs Follow. Total eskaliert. Was war das für ein geiler Trailer? Richtig geil.
Richtig geil. Ich bin übertrieben gehypt auf den Film. Und habt es gesehen, Charakterdesign. Super Saiyan God Vegeta kommt. The Dreams. The Dreams. Ey, Leute. Es wird zwar nicht sein, aber ich habe mich ja mal predicted. Ihr habt mich immer gefragt, was wäre der nächste LR? Ich habe gesagt, wäre unwahrscheinlich, aber ich würde geil finden. LR physisch Super Saiyan God Vegeta. Jetzt. Also, das LR wird, glaube ich, nicht. Aber in Dokkan kommt auf jeden Fall der neue Shit auf jeden Fall noch rein. Super Saiyan God Vegeta in Dokkan. Her damit, Freunde. Her damit. Marco, Moneyboy. Was ihr habt, danke fürs Follow. Wo hast du den Anfangsteil von No Reception? Also, wenn ich jemand abonniert. Das ist auch ein Song von ihm. Kannst du auch abchecken auf seinem Channel. Osaka. Der Song heißt Osaka. Warmerson heißt Osaka. Kannst du auch abchecken. Der ist auch online auf YouTube, everywhere. Spotify, Apple und so weiter und so fort. Ah, ich bin schon seit letzten Jahr nicht mehr bei einem Stream. Ja, was geht ab? Wie geht's dir, mein Freund? Wie geht's dir? Was hat sich geändert? Alles in Ordnung. Cool, dass du wieder reinschaust. Die Animation von 19 ist on fleek. Die ist richtig geil. Die ist lecker. Die ist lecker. Alright, nimm mal ein super Team an der Stelle einfach mal. Ja, ich habe Gorita noch nicht erweckt. Sorry. Ich habe ihn endlich gezogen, Gott sei Dank, aber ich habe noch nicht erweckt. Ich kam nicht dazu, aber morgen, spätestens Mittwoch, bekommt ihr sein Awakening und Teambild Guide. Ich bekam Gänsehaut. War richtig geil, richtig geil. So, jetzt. Oh, miau, miau. Was ist besser, 100% AGL Vegeto oder physisch Vegeto? Es kommt dann eben auf die Anzahl der Crits an. Der Agility hat einen kleinen Vorteil, weil er auf 100% ist und mit seinen Kontern kritten kann. Es kommt auf die Anzahl der Kontern und auf die Crit dann. Im Durchschnitt in diesem Stadium kommt er eigentlich auf das Damage ran, beziehungsweise übertrifft ihn ein wenig, den physischen. Aber sobald der physisch einen Dupe hat, ist es auf jeden Fall besser. Kommt das Extreme-Selling von Broly mal wieder in Globe? Ja, das kommt wieder. Wann genau? Der Miese! Mit 1000 Bits Respekt, aber so bist du, wenn du was machst, dann richtig Support von Hamis, glaube ich. Ich gönne dir von meinem ganzen. Hamis, komm einfach nachher Discord. Komm, eskalieren. Korrekt, danke dir, Mate, für die 1000 Bits. Bla. So, stopp jetzt. Wo sind wir? My boy, Tamisa. By the way, Tamisa, an alle WoW-Spieler, Hamish sagt's. Komm, ich rüber. Bin noch einmal. Das ist unser Gladiator. Der hat Gladi-Status, letzte Season WoW. Also, passt auf, was er zu ihm sagt. Sonst kriegt ihr ein Schwerthieb auf euer Kopf. TMMY0. Danke fürs Follow, was geht ab? So, meine Freunde, jetzt. Ah, seht ihr, wir sehen nur noch Super Strength. Nehmen wir auch. Wir machen es so ein bisschen leichter, weil, wenn wir 77 in einem Stream schaffen, wäre es nice, aber es sind schon viele Strategies. Gucken wir mal. Schon gesehen, wie krank schwer die neuen Super Red Stages sind. Oh, pff, ja, auf jeden Fall, mein Freund. Mach jetzt meinen Feuer als letztes Mal bei Gorita aus dem 3-Jahr-Ticket-Banner. Hashtag Streamlack. Marco, ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück. Sag uns auf jeden Fall, was du gezogen hast. Viel Glück an der Stelle. So, und ihr merkt schon, ja, T ist ein Fremdwort in dieser Aufstellung. Aber unser Müllhahn kommt ja auch nicht auf seine. Ey, Wert 679, danke fürs Subscriben, was geht ab? Vielen Dank, mein Freund, vielen Dank. Hast du schon Attack on Titan? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Folge 1 habe ich noch nicht gesehen. Hey, hab Kid Gohan. Ja, soll die 10 sein. Ja, Kid Gohan, Extreme sind schon fertig. Nice, korrekt. Nicht viel, nur dass die Karten in Dokkan zu OP geworden sind und ich habe bei meinem ersten Mut elevated. Korrekt, gratuliere dir. DJ Jankiller, danke fürs Follow, was geht ab? Was geht, Mama? Kizi, nicht viel bei dir, alles gut. Hab dreimal Gute in dem 30 Steps haben gepult mit 9 Stones. Dreimal Ella Gorita. Ella Gorita dreimal. Krass. Stop, Emma, nicht viel bei dir. Servus, Osoru, eine Frage, ist der Gott Goku, wo man sich aus dem Shop holen kann, gut? Der Strength oder der Agility? In dem Fall sind beide gut. Int ist auch gut, ja. Die sind gut, ja. Marzio, danke fürs Follow und Majin Hakai, was geht ab? Nee, wie gesagt, RAOT-Folge habe ich noch nicht gesehen, erste Folge, weil ich gerade
Nee, Hand habe ich fertig. My Hero Academia Staffel 3 mir wieder, was heißt wiedergebe, sondern, also angefangen habe. Ja. Müllhahn. Wie kriegt man Reverse Awakening Medaillen aus dem Barbershop durch Incredible Gems zum Beispiel oder durch Barberpoint? Ja, Osaru. Meow. Ich sag nebenbei auch, dass ich Stream so und gucke jetzt Stream auf dem Fernseher. Korrekt, I love Fakate, was geht ab? Real Emre, danke fürs Follow. Wie geht's dir? AGL super, auch für 90% oder fühlt sich ohne Dupe ins Potara Team? Kannst auch den AGL nehmen. Kannst auch den AGL wegen den Crit. Die Crit-Konter machen was aus. Sobald der physische Crit hinzubekommt, dann macht er mehr Schaden als der Guilty, auch wenn er auf 100% ist. Wegen Crits, wegen den Kontern plus Crit, das macht sehr viel aus. Nicht nur deswegen, sondern er bekommt auf 100% Angriff maximal. Aber ja, es spielt ein Faktor. Luck, danke fürs Follow, was geht ab? Prince of Gohan, XM ist eigentlich fertig. Nice. Wenn er 45 Minuten. Korrekt, korrekt. Okay, nicht schlecht. Okay, nicht schlecht. Ich guck gerade Dragon Ball Z und bin bei Majin Vegeta. Wie fandest du den Moment? Der Moment war insane. Es hat legit alles geprägt von mir. Der Moment. Einfach Money, was er da vielen Dank fürs Sondern. Wisst ihr, wie der Moment war? Und zwar damals, keine Ahnung, wie alt ich da war. Kein Plan. Sagen wir 5., 6., 7. Klasse, irgendwie sowas. Lief das im Fernseher, okay. Und alle waren draußen, meine Jungs waren draußen. Ihr müsst euch so vorstellen, unser Wohnzimmer, okay, dann gibt's einen Balkon, ich kann da rausgucken. Anyway. Es hat schon ein bisschen gedämmert, als die Sonne ging langsam runter. Es sah so rötlich. Es sah legit wie die Szene in der Serie selbst. Dann gucke ich die Serie so an, wegen Vegeta. Auf einmal opfert er sich selbst. Ich denke, was ist jetzt los? Ich sitze so da und dann kommt diese Musik. Heute ist ein stolzer Krieger von uns gegangen. Kennt ihr die Szene? Also das Ende. Dann ist es fertig. Sein Name war Vegeta. Bla bla bla. Leb wohl, Vegeta, okay? Zack! Fernbedienung ausgemacht. Fernseher ausgemacht. Die Jungen schreien von draußen. Komm raus, halt's Maul, was kommt raus? Hier läuft gerade irgendwas. Hier läuft gerade was Brutales. Okay? Ich gehe auf den Balkon. So, als wäre ich auf einmal so 40 oder so nach der Arbeit. Ich setze mich hin. Ich reflektiere so, ich denke über mein Leben nach. 5., 6., 7. Klasse, keiner weiß. Ich mach so. Eine männliche Träne fließt runter. Scheiße, Alter. Wie krank die Szene war. Die Szene war so krank. Die war brutal, als ich sie zum allerersten Mal gesehen habe. War richtig geil, Mann. Richtig geil. Naruto Classic wird am durchgucken. Oh, korrekt. Mich hitten die ganze Zeit die Feels. Nice. Ah, geil, Goku, du fühlst dich fieser mit dem Redstone. Ah, kommt drauf an, wen du von beiden am meisten nutzen wirst. Kommt wirklich drauf an. Ob du den Goku nutzen wirst, sei es in diesem Team oder Freezer in diesem Team oder ausbauen willst. Sex Extreme Sea Awaken. In einer Stunde Schule gemacht. Ey, diese Übung, korrekt. Nice. Hab vor 11 Tagen angefangen zu spielen und hab LVG2 mit einem Dupe. Wow, gratuliere, bekommen Alligator einmal und eine Mighty Shot. Wow, korrekt Anfänger-Lag, oder? Was sagt ihr? By the way, Naruto, wie war Shinobi Striker? Was sagt ihr zu dem Game? Habt ihr das gespielt? Die Open Beta? Ist ja quasi Xenoverse in Naruto-Style, oder? So, wenn ich das so, also nicht persönlich nehme, aber wenn ich es so flach sagen darf, halt. Auch so RPG, so, ja, einfach Xenoverse in Naruto, oder? Wie war das? Einfach Gänsehaut, ja. Sein Name war Sensei Ozu, oder? Also, ich muss sobald Blue Evolution da ist, auf den Main bekommen mit LMargin. Sparen Sie. Evolution Vegeta wird auf jeden Fall geil, wenn er kommt. Wann er kommt? Wenn es so bleibt, wie es ist, eigentlich so Zeitraum September. Nach dem 3-Jährigen, das geht bis zum 13. August, sollte Thales kommen und danach Evolution. Kein einfach Money, Luck und Q-Sekere. Vielen Dank fürs Follow, was ihr habt, Freunde. Hey, wie geht's dir so? Mir geht's ganz gut, Mate. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Wo bekommt man den neuen Gohan? Ausrufezeichen Gohan oder Free-to-Play Gohan bekommst alle Informationen dazu. Was Ausrufezeichen Gohan? Oder ich habe einen Guide eben dazu. Kannst du auch letzten Mal ansehen. Oder was Ausrufezeichen Free-to-Play Gohan? Schau mal ganz kurz. Ne, Ausrufezeichen. Ja, eins von beiden. Ich glaube, bei dem ersten kam es, glaube ich. Genau. Mabuze, danke fürs Followen. Und Lindy, was geht ab? Danke. Ich habe dich mal live. Kusekere, was geht ab? Was geht ab? Mau, wann kommt eigentlich 250? Ja, das ist die Frage. Die Sache ist folgende, das habe ich im heutigen Video gesagt. Und zwar war es im 2-Jährigen so, dass nach dem 2-Jährigen direkt das 200 Millionen Download Banner kam, beziehungsweise Event, mit vierfachen Gogeta und Omega Shenlong. Heißt, vielleicht nach dem 3-Jährigen trotzdem schwierig, weil ich habe keine Ahnung, was da kommen sollte.
Weißt du, was ich meine? Könnte sein, aber muss auch irgendwie nicht sein. Das ist schwierig, schwieriges Thema. Müsst einfach mal abwarten. Sind die Raids bei den kommenden Elebanner gut oder eher Trap und Skippen? Also so Elebanner sind eigentlich alle Trap, wenn ich ehrlich bin. Die Raids werden 0,3% sein. Es ist nicht... Also es ist trotzdem legit wenig. 0,3-0,4%, weil da viele gefeatured sein werden. Aber die Elle sind halt gefeatured und das ist eigentlich die beste Chance, sie aus ihren eigenen Elle-Banner zu ziehen, zumal sie gefeatured sind, aber auch wegen GSSR. Be wisely, my friend. 95%, das ist ein nicht gefeatureder Drop und die nicht gefeatureden, da sind auch alle anderen Elle drin. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde die Typen-Banner, um ehrlich zu sein, besser, wenn ihr gezielt auf einen gehen wollt, wenn ihr Hauptsache Elle wollt, dann ist, finde ich Double Raid Banner besser und natürlich, wenn sie gefeatured sind, genau. Was bringt sich der Gorn? Also was bringt der Gorn, meinst du? Der Gorn ist ein Free-to-Play-Charakter, nach seinem Extreme-Wirken ist er sehr, sehr gut, macht im Schnitt 1 Million Schaden bis 2 Millionen Schaden. Ihr werdet ihn in Zukunft gebrauchen für andere Extreme-Z-Battles, könnt ihn aber auch für jedes andere Team benutzen oder ihn als Leader benutzen für das kommende Ginyu-Force-Team. Wenn ihr, weil, natürlich könnt ihr auch Allergino nehmen, aber bei manchen Stage, bei Extreme-Z-Battles zum Beispiel, braucht ihr die Namek-Saga-Kategorie oder, nee, sagen wir es so, beim Ella-Kampagne von Freezers kommen wird, braucht ihr da Ginyu Force Team, die erhöhen die Drop Rate, aber Ginyu könnt ihr selbst nicht mitnehmen, den Leader, Ella Ginyu, weil er nicht aus der Stage droppt als Street Play Charakter, deswegen nimmt man zum Beispiel Gohan. Ich will aber nicht minimieren, dass ihr ihn bei gewissen Events braucht, weil er selbst ist eine brutale Unit. Er selbst ist eine brutale Unit. Emily, danke fürs Verloren. TFR 34K, kein Plan, ja, keine Ahnung. Sinus, was geklappt, danke fürs Verloren. Heute in der Schule, ich stehe im Pausenverkauf an und zocke Dukan. Vor mir steht jemand, der auch Dukan zockt und er heult ernsthaft rum, dass er Elevigito nicht gezogen hat, aber er trägt Trackscheck, er meint ihm, ist und er gewonnen. Ja, das ist halt die Luxusprobleme. Wie sind die Luxusprobleme? Na, was gab es noch? Cool, dass du reinschaust. Hab beide LS mit Dupe, korrekt. Vegetto SC20 und Vegeta SC13, darf ich dich als Friend adden? Ausrufezeichen ID Global, Ausrufezeichen ID Global, da ist meine ID, könnt man gerne adden, ich habe da die Tage nicht reingeschaut. Beziehungsweise momentan brauche ich nicht gewisse Friends, weil überall sind ja gut, das sind Vegitos. Also ihr könnt trotzdem gerne mal stellen. Ausrufezeichen ID Global. Hab beide das mit. Achso, hab ich gerade vorgelesen. Wie war deine Prüfung heute? Sakashi-san. Ich muss aufpassen, dass ihr meine. Dass ihr niemand Falsches zuhört. Prüfung heute legit. Wir dürfen was ausgedruckt mitnehmen. Nicht handschriftlich. Sondern ausgedruckt, davon mitnehmen, ist als Hilfsmittel. Okay? Weißt du, was ich gemacht habe? Heute Morgen aufgewacht, zack, hab gesehen, Kommilitone hat in WhatsApp-Gruppe seins reingeschickt, war echt ordentlich. In die Uni gegangen, das ausgedruckt, einmal angesehen, in die Prüfung rein. So mehr habe ich für die Prüfung eigentlich nicht gemacht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal, wie es läuft. Es war nicht schwer, ich sag mal so, aber. Also wenn man was gemacht hat, war es auf jeden Fall machbar. Es war echt easy. Das war keine Prüfung, das war ein Test. Ich habe halt nichts gemacht, aber... Also ich habe im Sinne von nichts gemacht. Ich kannte mich schon aus, sage ich mal, in dem Fach. Deswegen war es mir auf jeden Fall vertraut. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Macht das nicht nach. Don't do this at home. Lernt eure Prüfungen. Alright, aber das war gecuttet. Diejenigen... Okay, danke schön, ciao. Mutter, Vater, ihr habt das nicht gehört. Danke, ciao, ade. Wir machen weiter, ja. 2 Minuten Schaden, ciao. Nach 1000 Stones, Ella Vegito ergilt Super Vegito und Buon Rainbow und Free Super Vegito und Kippo mit 3 Dupes. Nice. Unsere Shanks-Teams sehen genau gleich aus. Ey, korrekt, korrekt. Ey, ist das auch so, du hab gestern gefragt, ob du heute streamst und hab davor noch nachgeschaut und da stand nichts. Die Beschreibung ist Gold wert. Doch, in der Beschreibung steht alles. In der Beschreibung steht, dass ich heute streame. Wenn du im heutigen Video reinguckst, dann steht das da, dass ich streame. Auf Discord überall steht das. Also, weiß nicht, wo du nachgeschaut hast. Ihr müsst natürlich auch auf dem aktuellen Videos schauen für die aktuelle Woche, ne? Also wenn ihr Videos von einer Woche oder letzte Woche schaut, dann ist das natürlich der Streamplan von der letzten Woche. Genau. Was ist ab, Fabi? Hab Gereload und Ella Gogeta gezogen. Nice, dazu auch noch Ella Trunks und Int Gogeta, korrekt. Super, schöner Start. Miau. Ja. Nice. Da sind ja Ops. Hab schon Stage 70 geschafft, korrekt.
Wusstest du, dass es klug ist, beim Extreme Saiyan Kid Gohan Event bis Level 8 zu spielen, da man Orbs kriegt? Sorry, wenn du es erwähnt hast, aber hab's von denen gesehen. Ne, kein Stress. Und ja, ich hab's erwähnt. Nicht Stage 80, bis Stage 77 droppen Sachen. Ausrufezeichen EZB Extreme Saiyan Battle bekommt alle Informationen dazu. Mau. Wisst ihr, woher das kommt? Mau. Man schreibt so, okay, M-A-O. Oh, Mau. Mau. Morgen werden wir das töten. Das kommt von Mario Kart. Morgen zockt mir Mario Kart. Kommt morgen an bei mir. Medikit, Emre, danke fürs Followen. Und kennt ihr Shy Guy? Wenn Shy Guy fährt, dann macht er Mau. Und wir waren im Urlaub mit den Jungs, hatten alle 3 Desser, wir haben das tagelang gezockt im Urlaub dann. Wir sind da eskaliert, jeder schreit. Weil es war so auf dem 3DS, wenn einer gejoint ist in die Party, dann konnte er nur Shy Guy wählen. Dann waren da nur Shy Guys auf der Strecke. Mau, 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 mau. Die ganze Zeit hörst du sowas und wir sind darauf eskaliert. Richtig geil, richtig geil. Hat's übertrieben gebockt. Fire Dragon und Killua. Killua Soldik, ey, korrekt, was gedacht. Danke fürs Verloren. Killua. So. Hat legit 4-mal Strength Channel aus dem Gutterbein gezogen. Oh my, yeah. Moin, bin relativ neues Spiel und habe mir gestern die Medaille von Physisch. Moment, Vegito Blue erfarmt und wollte direkt danach die Medaille von Physisch Super Vegito holen und ich schaffe nicht auf sie halt. Ja, am besten schaust du das Video von mir an, wie ich das Event von dem Physisch Super Vegito bewältige, weil dort musst du, dort brauchst du den Linkskill Fierce Battle, denn diese Linkskill Fierce Battle macht vermehrt Schaden gegen ihn. Schau dir erstmal das Video an, ich habe da sicher noch ein, zwei weitere Tipps gegeben. Und genau. Die Dr. Schneider, was ist da? Freakipedia. Danke fürs Verloren. So. Hi, Osan, kennst du mich noch? Bin Anu. Anu schon, ja, Anu schon, sag mir was. Hab Elogitter, wann checkst du Twitter-Nachrichten ab? Twitter habe ich verkauft, Freunde. Twitter habe ich verkauft an den anderen. Ja. An der Stelle muss ich ein bisschen geschäftlich denken. Ich habe schon einen Batzen Kohle bekommen. Ja, die haben mich halt gekriegt. Die haben gesagt, ey, wenn du uns jetzt Twitter verkaufst und wir das regeln, dann zahlen wir die ein Jahr, also die nächsten, das nächste Jahr über die Stones. Und ich hatte so Stones vor meinem Kopf und auf der linken Schulter sagt so, nein, tu das nicht, das ist deine Seite, du musst deine Seite hegen, du musst deine Seite pflegen. Und rechts so, kauf Stones, krank! Und irgendwie hat mich die rechte Seite übertrieben, gepackt und ja, leider verkauft. Spaß, nein, Spaß, ey, übertreib nicht, das macht natürlich nur Spaß. Ab morgen habe ich wieder Zeit, beziehungsweise, wieder, ja, ich habe ab heute Zeit natürlich, aber ab morgen komme ich dann wieder in den Alltag und check die ganzen Mails ab, weil es sind legit sehr viele. Also schauen wir mal, die Tage werde ich die Mails abchecken. Tobias, hast du gehabt, danke fürs Followen. Mau. Wenn du jetzt uns den Verkauf und du kriegst Free Bucks. Hab super physisch Super Baron gepackt. Endlich korrekt, korrekt. Hab aus 5 Packs 4 LL gezogen. Wow, nice. Oso, was denkst du, wie weit wird man mit dem einem Protagon-Team LL Elite kommen? Auf jeden Fall sehr weit. Ich kann nicht sagen, wie weit, aber sehr weit. Lohnt sich keine Vidito unter gewissen Umständen? Ja. Ist ein Free-to-Play-Charakter. Hol ihn dir, bring ihn auf S10 und gut ist. Wie lange dauert es, wenn Raji meinen Account übernommen hat, bis ich ihn wieder habe? Ich glaube, aktuell ist es, glaube ich, 1 bis 3 Tage, Fragezeichen. 1 bis 3 Tage, kann aber ein bisschen länger dauern. Ich habe heute die beste Karte gedroppt, Kaffeebonbon Vegetto, der ist cool, gell? Yeah? Lohnt es sich keine Vidito zu haben? Ja, S10 auf jeden Fall. Shinobi Striker, ich habe mir vorhin gefragt, richtig, danke, I love Baguette. Shinobi Striker bockt echt, hab mit Freunden gezockt, ist mal was anderes als die ganzen 1v1 Fights. Ich find's auch cooler, wenn so RPG ist, um ehrlich zu sein. Wie in Fighters oder Storm-Reihe, okay. Hatten also, ich bin echt am überlegen, vorzustellen, ich weiß länger, okay, okay, nice. Nee, gut, dass du antwortest, weil ich glaube, ich hab's nicht gesehen. Weil, ich weiß nicht, wann kommt das raus, oder gibt's noch eine Beta, vielleicht? Holen wir uns? Ich weiß nicht, ich will euch nichts versprechen. Gucken wir mal. Kafla ist richtig. Warum sollte Kafla richtig sein? Sie heißt, also meines Wissens nach, es sei denn, ich täusche mich, heißt sie Kefla.
auch in Dokkan und so, ihr Name im Westen, ihr englischer Name ist Kefler. Woher kommt dieses Kefler? Was macht ein Xenomers da? Wisst ihr da Bescheid? Warum heißt du auf einmal Kefler? Okay, was ihr habt, danke fürs Followen. Oder wurde das geändert? Was machen die da? Keine Ahnung. Spielst du Mario Kart mit der Community? Ja, mach mal. Werde heute nur für den Gohan farmen, also Orbs, Charaktere für Esse und den Protection farmen. Nice. Du hast ja sehr Extreme Tech Support. Kommt dann bei dir wieder Super Battle Road? Ja, Super Battle Road. Jetzt ist jeden Tag offen, ne? Können wir in den Streams auf jeden Fall gerne machen. Ich habe es die letzten Tage probiert. Ich kam schon weit, aber in der letzten Stage hatte ich keine Items mehr und dann haben die geone-shottet. Und ich hatte auch keine guten Freunde. Wegen Kalifla und Kate Kefler. Ja, okay, ich verstehe das schon, aber warum ist das hier in dem Game, warum steht hier auf einmal Kefler dran? Oder hieß die auch immer Kefler? Weil Kefler, was ändert die einfach den Namen so? Beziehungsweise, nee, war wahrscheinlich immer so, aber jeder macht sein Ding, ne? Hier, warum? Keiner weiß, hier steht Kefler. Ey, Assassin, danke fürs Subscriben! Genau wie Vegito und Vegetto. Ja, die Sache ist, Vegito ist, glaube ich, global und Vegetto ist deutsch. Weißt du, was ich meine? Ach so! Ist Kefler ihr deutscher Name? Ich dachte, es wäre ihr englischer Name in Xenoverse. Oder ist es ihr deutscher Name in Xenoverse? Ja, dann macht's Sinn, okay. Wenn es ihr deutscher Name ist, dann macht's Sinn, dass es geändert wird. Ich dachte, es wäre ihr Name einfach geändert. Okay, nee, wenn es. Ist es der deutsche Name? So wie Vegito und Vegetto. Wenn ja, dann macht's Sinn. Da macht schon Sinn. Kefler ist da deutsch. Ja, okay, Freunde, jetzt. Danke. Okay, jetzt sind wir schlauer. Schwing die Bip! Danke fürs Follow und XR for Son Goku. Vielen Dank fürs Follow, was geht ab. Und es ist natürlich vielen Dank für das Subscribe. Ja, okay, Kefler ist deutsch. Da macht es natürlich Sinn, Leute. Da macht schon Sinn. Ist genau. Sehr gutes Beispiel, wie unser Dude gesagt hat. Ist hier mit Vegito und Vegetto. Arigato. Kefler ist doch JP-Name, oder? Kefler! Ja, die englische Name. In JP schreibt man die wahrscheinlich anders. Die sprechen die Kefura aus, so. Keine Ahnung. Keiner weiß. Kefra. Sagt mir nicht Kefra dazu, aber schreibt Kefla. Kefra. Kefra ist japanisch. Kefla ist halt legit, glaube ich, deutsch. Son Goku, danke fürs Verlangen. Bo Jaden, was geht ab? Danke fürs Verlangen. Kefla klingt halt echt Müll, ja. Kaff einfach HDF Müll. Benjigo, danke fürs Verlangen, was geht ab? Wenn ich diesen Abos anhöre, ich habe so Gänsehaut mit diesem Vegeta-Moment. Ey, korrekt. Ich glaube, nächste Runde hole ich nicht mehr diesen Goku, weil der sich mal verwandelt. Sondern wie Oma Bardock. Ja, also ich habe schon Stage 70 geschafft, korrekt. War am Ende echt schwer. Okay, guck mal, wie das bei uns wird. Hatte heute bei Legends zweimal die Vegeta-Animation. Und was kam? Tardo, danke fürs Sonnen und Ultra, was ihr habt. Kannst du mal eine Rangliste von uns 120%-Teams machen? Die Sache ist, es gibt schon so viele und ich denke, die Zeit davon ist vorbei. Es gibt schon sehr, sehr viele Ranglisten, die man sich geben kann. Mehr oder weniger ist auch bei jedem anders, weil es quasi eine persönliche Rangliste ist irgendwo. Aber ich habe den Zug verpasst. Meine letzte Chance wäre mit dem Lila Stone. Dann hättet ihr es bringen können, quasi Top 10 und dann dementsprechend könnt ihr euch mit den Lila Stone den aussuchen. Aber das ist auch schon zu spät, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, das muss nicht sein eigentlich. Hast du das mit Özil mitbekommen? Nee. Was ist mit unserem Boy Özil? Der soll sich mal konzentrieren ein bisschen. Wie lange streamst du? Schau mal. Spontan. Kefla hat viele Krankheit an. kann man so sagen. Hey, Elix! Danke fürs Subscriben, was geht ab? Goku Flow Hero, no lame as DC, why my logo? By the way, ist mir gerade einfach eingefallen: Fates Blackjack, danke fürs Followen. Und Lukas Liker, was geht ab? Wir haben ja dank euch sehr viele Abo-Punkte gesammelt, heißt mehrere Emoji-Slots, aber ich habe mich gewundert, warum werden die nicht freigeschaltet? Ich glaube, ich habe mit Shidori geredet oder einen von euch, Fabio oder so. Ihr habt gemeint, schreibt doch die mal an. Vielleicht checken die das nicht. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Weil ich noch kein Twitch-Partner bin, kriege ich keine weiteren Slots. Erst wenn man Twitch-Partner ist. Aber wir sind kurz davor, Twitch-Partner zu werden. Und ich denke, wir sollten das jetzt schaffen, da ich wieder mehr Zeit habe. Wir müssen einfach nur ein bisschen mehr oft streamen. Machen wir aber eh die Woche auf jeden Fall.
Shay, was hat Angst verloren? Die Woche haben wir auf jeden Fall viel Zeit. Die nächsten 5 Wochen werden dann ein bisschen. Ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Weil GG RIP Solo Q. Rein in die Firma. I'm standing trying to find a motive. Einfach Ferienjob, GG, Sklaverei, Schichtarbeit. Zack. Oh my god. Einzige positive. Schichtarbeit gleich Stones. Das ist meine Motivation. Ne, Quatsch, aber ja, wenn ich Schichte, Früh, Spätschicht. Wenn wir Frühschicht haben, werden wir wahrscheinlich unter der Woche gut streamen können. Halt früher als sonst, weil ich früh ins Bett gehen dann. Aber Spätschicht wird halt legit, die Woche wird eine Katastrophe. Ich glaube, da wird man gar nicht streamen können. Aber das machen wir dann, das machen wir dann. Machen wir spontan alles. Marco, danke fürs Wochenende, was geht ab? Xtreme ist easy, ja, Gott sei Dank. Für den Free-to-Play-Karten ist Gott sei Dank easy. Was heißt von einer Movie-Kategorie? Movie-Hero-Kategorie. Ja, ich denke, Movie-Bosses gibt's und du willst Movie-Heroes. Movie-Heroes. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil es eigentlich schon Heroes gibt. Ja, auf der anderen Seite, warum macht der Movie-Bosses Sinn, weil es schon Villains gibt, ne? Ja, ja, okay, gebe ich dir recht. Ja, kann man vielleicht bringen, aber ich bin nicht so ein Held. Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Es wird mich nicht anspornen. Es gibt so viele Movie-Heroes. Weißt du, was ich meine? Auf der anderen Seite gibt es wenige Movie-Bosses. Ich weiß nicht. Ich weiß, was ich davon halten soll. Mein Fuß eingeschlafen. Was? So. Vegetto gleich Vegeta und Kakarotto. Vegito. Keiner weiß. Ja, ich weiß. Ist echt so. Nee, ist echt so. Oh ja, Vegeta und ja, Bide. Keiner weiß. Egal. Was für einen Job übst du denn aus? Ich selbst bin Student, habe einen Ausbildungsjob. Aber ich mache jetzt einen Ferienjob. Schon seit 5 Jahren oder so bin ich beim Siemens als Ferienjobber oder war jetzt auch mal als Werkstudent da. Genau. Deswegen, mein Arbeitsplatz ist fix. Die Stones werden fließen. Die Stones werden fließen. Die Stones werden fließen. Wie lange wirst du streamen? Spontan. Gucken wir mal. Wann am 18 Uhr? Spätestens 20 Uhr, wenn wir kurz davor sind, alles zu schaffen, dann ziehen wir noch durch. Du müsstest schon längst Partner sein. Erfüllt doch alles. Nee, es gibt, dass du Affinity wirst, das bin ich schon längst, aber um Partner zu werden, musst du noch ein bisschen mehr machen. Mir fehlt noch ein Erfolg von 3. Also Affinity bin ich schon seit langem, ja, das stimmt, aber um Partner zu werden, muss man quasi noch ein bisschen mehr machen. Ich versuche die Medaille für Ella Andrew zu fahren mit einem Int und einem Extreme Team. Ich hoffe, dass du die Nachricht liest, das 8. Mal geschrieben. Ah, ich habe die Nachricht leider nicht gesehen. Spitz! Ja, okay. Ja, und was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Oder was ist dein Anliegen? Wenn du... Ja, ich versuche gerade die Medaille für alleine zu fahren mit einem In-Team und einem Extreme Strength Team. Ich hoffe, ja. Korrekt. Oder brauchst du irgendwas? Kevin, danke fürs Follow. Was geht ab? Antwortest du häufig auf Insta-Nachrichten? Ich antworte eigentlich immer auf Nachrichten. Diejenigen, die mir neu in die Nachricht oder mich neu entdeckt haben, seit 1-2 Wochen antworte ich gerade gar nicht. Weil ich Prüfungsphase hatte. Die ist jetzt vorbei. Und die Woche werde ich wieder die Nachrichten alle anschauen. Und genau. Aber Insta-Nachrichten, also an sich, ich rede jetzt vom Allgemeinen, checke ich weniger aus als Discord und Twitter, weil es auf dem Handy ist und das ist für mich anstrengend. Auf dem PC geht's easy. Deswegen müsst ihr da ein bisschen euch länger gedulden. Eigentlich in der Regel 1-3 Tage so. Eigentlich checke ich meine Mails daily, nur in der letzten Woche ging es nicht, jetzt hat sich viel aufgestaut. Deswegen muss ich das erstmal die Tage reinholen und dann geht's quasi wie immer weiter. Philipp! Danke fürs Follow, was geht ab? Was für ein Team macht Sinn mit Argel Rosé als die? Miau. Jedes Willensteam. Ich keine Ahnung, was mit Özil ist, Freunde. Kein Plan, was mit dem ist. Was? Özil hat auf Twitter preisgegeben, dass er aus der deutschen Elf raustretet. Alter, mein Bruder Özil. Mann, warum? Der war doch voll witzig, Alter. Der war doch voll cool unterwegs. Schade, schade. Aber selber schuld. Alle geben dem die Schuld. Keiner weiß, lass den Jungen noch spielen, lass den sein Fußball machen, Mann. Das juckt alles drumherum. Aber der ist auf eine Weise schon ein bisschen Selbstschuld auch. Weil Medien spielen schon eine wichtige Rolle, so ist nicht. Kann man nicht verleugnen. Ich will nicht darauf eingehen, ob das, was er gemacht hat, richtig war oder falsch. Juckt mich im Endeffekt nicht, aber. Ja. Wenn man ein bisschen Griff hätte, dann müsste das nicht sein.
Naja, anyway. Schade, aber Özil war witzig, Alter. Ich hab den schon gefeiert. Ich schwöre, der war übertrieben witzig. Oh, Mau! Kennst du das, wenn deine Freunde dich hassen, weil du gut siehst und sie nicht? Kenn ich, ja. Also, Video kommt aus dem japanischen Vegito. Weiß nicht, ob es richtig beschrieben ist. Daher ist eine Fusion von Vegeta und Kakaroto. Yeah. Sollte man bei Kenjuicho auch die Pfade öffnen, muss nicht unbedingt sein. Also, du könntest sie öffnen, aber du musst nicht unbedingt dupen. Kannst du auch machen. Gibt es einen Comic Extreme, der auch bis Level 80? Nein, nein, nein. Nur das ist eine Ausnahme, weil es free to play ist. Rassismus. Ja, kann ich mir vorstellen, dass Rassismus ein Fall ist. So dumm wie die ganzen Menschen hier auf der Welt sind. Mr. MC No, was geht ab? Ah, dein Bruder Özil, er ist zurück, wenn du sagst, Bruder, du bist ihn verwarnt. Oh, sondern zurück. Haha, der F. Nein, darüber wollte ich nicht hinaus. Jeder sagt doch, mein Bruder hier, mein Bruder da. Ich fand Özil cool, ne? Also, nee. Mein Bruder Tarbel, alle sind. Ja, keine Ahnung, ihr labert ja auch immer mit Bro Moment hier. Und ganz Veta, damit meine ich schon, dass ich ihn. Ja, ich fand ihn eigentlich cool, um ehrlich zu sein. Du hast doch alles schon dreimal pro Woche streamen. Erfüllst die Community Guidelines und stetig gewachsene Zuschauer, hast du auch. Wenn ihr genau wissen wollt, was ich noch nicht habe, dann kann ich es gerne mal zeigen. Wo stand denn das dran? Hier, Weg zum Partner. Streamer an 12 verschiedenen Tagen, habe ich 11. Das muss ich schaffen und dann sind wir, dann haben wir die Anforderungen erfüllt. Genau. Also morgen haben wir es dann geschafft. Warte, wo komme ich jetzt zurück? Hier live. Alright, guys. Ozaro, du bist ein richtiger Kiro. Was auch immer Kiro ist, du bist ein richtiger. Bleh. So. Er wurde rassistisch angegangen. Angehen. Rassistisch angehen. Und die Medien. Oh mein Gott. Travis, danke für den Bit, was gab. Und die Medien, DFB-Präsident etc., Moment, haben auch nicht hinter ihm geschatten, sondern das frühe WM aus ihm geschüttet wollten, aber unser Bruder Özil lässt sich das nicht gefallen. Haut raus und glaubt das mal. Ja, finde ich gut, weil, keine Ahnung, warum die auf einmal als, also ich kann mich, ich keine Ahnung, was vorgefallen ist, kein Plan. Aber es ist typisch, dass man die Schuld einfach gerne mal einen anderen schiebt, obwohl, er hat es gut gemacht. Und sonst, was gehabt, der Philipp, was gehabt, danke fürs Follow. Die waren alle so gegen ihn. Lass ihn nur einfach Fußball spielen. Was hat er damit zu tun, dass ihr rausgeflogen seid? So, keine Ahnung. Ist ein schwieriges Thema. Im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob es richtig gemacht oder nicht, aber ich denke schon, dass er das richtig gemacht hat. Der hat den gezeigt, nicht mit mir. Was ist mit euch eigentlich? Beruhigt euch mal so. Ja. Es ist schon massiver Druck da, ne? Medial, also ist eine öffentliche Person, kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, die ganzen Neandertaler, die da hier in der Welt leben, haben ihn komplett beleidigt. Sei es egal wo, sei es egal wo. So, David, danke fürs Zuhören, was geht ab? Kiro als Berater war noch. Ach so, ja, Ozaru, ne? Also, was geht ab? Wie kann ich den Rage Vegeta Strength Dokkan erkennen? Sein Event ist leider offline. Mit einem Story Event. Ist leider offline, wie gesagt. Ist nicht online. Hast du LF Freezer? Ne, hab ich nicht. Was bringen die Bits nochmal? Ist eine Währung. Ist eine andere Währung. Also, ja, ist eine andere Währung. Was geht ab? Bist du fit? Yeah, bin fit. Was geht bei dir? Hi, also, was geht ab? Was sind die besten Supporter für LA Super Saiyan 3 Goku? Oh, jetzt einmal kurz überlege. Also, Tenshinhan an sich, Super Tech Supporter. Thales in einem Pure Saiyan Team zum Beispiel. Super Saiyan 3 Bardo kann man auch mitnehmen eigentlich. Der hier zum Beispiel würde auch gehen in einem Super Saiyan 3 Team. Ja, gibt schon ein paar. Ey, Travis, was geht ab? Da droppt er die 50 Bits. Travis, Ska! Üff, Zitat von Özil. Wenn ich gewinne, bin ich Deutscher. Wenn ich verliere, bin ich Immigrant. Hat schon recht. Das mit Özil ist jetzt ein, zwei Tage Thema. Danach wird nicht mehr drüber gesprochen, wie bei jedem. Ja, ist so. Aber warum sollte man darüber 8 Jahre sprechen?
Was studierst du und wo? Mobile Medien, wo? Das sage ich nicht, mein Freund, das sage ich nicht. Beende das Thema, bevor AfD-Anfänger hier im Chat loslegen. Ich bin auch AfD-Anfänger. Wie lange streamst du noch? Schauen wir mal. Bis 20 Uhr, wenn wir so kurz vorm Ende sind. Oh Gott. Da macht das Team noch durch, wenn nicht, gucken wir mal. Optik, was ihr habt, danke fürs Followen. So, ich muss ganz kurz eine kleine Änderung machen. Sie nehmen den Kakarot an. Sind alle auf SC1? Yes. Shadows, was klappt? Danke fürs Followen. Hey, Travis, Ska! Weitere 45, ole, mit den Regenbogenflaggen. Was geht? Korrekt, was geht ab? So, Moment, Freunde, was muss ich jetzt machen? Ah, ich wollte den Jupfader öffnen, damit ich Platz bekomme. Richtig, richtig. Deswegen erwecken wir ihn mal ganz kurz. Habe ich eigentlich seine Medaillen parat? Wenn ja, können wir ihn eigentlich auf SC10 klatschen. Und die vielleicht benutzen später. Nö, habe ich nicht. Egal, mach nichts. Aber Dupefahrt öffne kurz, damit ihr Plätze bekommt. Opfer des Jahres, was gehabt, danke fürs Followen. So. Unten rechts auf jeden Fall immer öffnen. Im Dupe-System, egal welcher Charakter, wenn ihr ihn auf SC10 bringt, da bekommt er am meisten und ansonsten oben links. Kann man irgendwo sehen, wann und. Achso, nee, kann man nicht. Man kann es so abschätzen. Er wird circa in 1 bis 2 Monaten wiederkommen, das Event. Spätestens, wegen LR-Virus. Genau. Bist du halt im zweiten Fachsemester Bachelor? In welchem Semester bist du? Das ist auch so eine Frage. würde ich auch gerne eigentlich für mich behalten. Wie geht's also, du? Nicht viel bei dir, was geht ab? Ja, also, du bist echt stage, kommt man mit einem guten Portara-Team. Auf jeden Fall weit, auf jeden Fall weit. Ups, ja egal, schaff mal eigentlich auch. Ha, Majin Vegeta gezogen. Wie bekomme ich Medaillen und kann man seine Attack farmen? SA kann man nicht farmen, Medaillen muss man anschauen. Schaut ja, was mein Awakening anzugeben, da gehe ich drauf ein. Essen zum einen aus dem Hero Examination Plan, 7 Stück Majin Vegeta Medaillen, ist am Wochenende online. Und aus gewissen Dokkan Events. Ich glaube Goku Black, Rosé und so weiter und so fort. Vegeta Blue, muss am besten mal selbst angucken. Könnt ihr auch in-game nachschauen, ne? Der Majin wird auf SC10 hat ein Jupe immer so. Alright, hey, also du bist echt stage, kommt man mit einem guten Portara-Team? Auf jeden Fall weit, immer noch. Was ist also nicht viel bei dir? Wann kommt Kefla Dokkan-Event? Kefla hat kein Dokkan-Event. Falls du Story-Event meinst, spätestens mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, Zeitraum September. Es wird Zeit, dass man die Friendlist sortieren kann. Ja, wird echt Zeit. Denkst du, wir werden wie bei das JP, das dreimal Platz 1 erreicht hat und dasselbe. Ich glaube nicht mehr, dass wir Platz 1 bekommen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Hype ist schon weg. Also wir sind Platz 1 ganz klar wegen dem Discount. Und der ist schon vorüber. Also ich denke eigentlich nicht, dass wir nochmal Platz 1 kommen. Glaubst du, es kommen weitere neue Kategorien oder was ganz Neues, weil die Slots ja voll sind? Wir wissen schon, es kommen neue Kategorien, nämlich die nächste Kategorie ist Android-Kategorie. Und weil die Slots sind zwar voll, aber man kann ganz easy eine zweite Page hinzufügen. Das ist kein Problem. Ja, die nächste Kategorie drin wird Android-Kategorie drin, nämlich Android 21 für das japanische Dokkan Battle. Yes, das wird geil. So. Albi, ich grüße dich, was geht ab? Übermorgen Bevel-Prüfung. Viel Erfolg, mein Freund, viel Erfolg. Tiger, danke fürs Followen. Tiger. Tiger. Tiger, Uppercut. Kennst mich noch? MCNO! Habt ihr ein Best-of gemacht und ist jetzt fertig? Hey, korrekt, habe ich noch gar nicht gesehen. Habt ihr sonst alles auf Twitter geschrieben? Okay, nice. Wie gesagt, Twitter habe ich noch nicht abgecheckt. Aber danke dafür. Ich freue mich auf jeden Fall mal drauf. Gucken wir mal. Ich mache darauf direkt eine Live-Reaktion. Dann bekommt ihr das zu sehen. Ohne davor zu schauen. Dann gucken wir mal. Aber jetzt schützen die Ende, ja? Nee, Spaß. Ich mache dann direkt dazu eine Live-Reaktion. Mach mal. Dankeschön. Und vielen, vielen Dank, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Ne? Ist natürlich nicht selbstverständlich. Was ist los mit Raj Erfurt nicht mehr? Ah, der hat keinen Bock auf dich. Der hat mir gesagt, ey, wer ist die Sakashi?
Der soll bei mir nicht mehr bestellen. Nein, Spaß. Es sind viele Bestellungen online. Musst warten, bis er die antwortet. Kannst du meinen Kumpel Fantasy? Fantasy, ich grüße dich, was geht ab? Fantasy! Falls ich richtig ausgesprochen habe, ne? Oh my god, es ist schon wieder Dachwohnzimmer, ist legit reine Sauna. Einfach schwitzen. Ja, jetzt komm. Ja, danke. N, was geht ab? Danke fürs Zuhören. Woher hast du immer die ganzen Junkstones? Sind die gekauft oder echt nur die Ross aus dem. Nee, nee, ich kauf Junkstones. Ja, ich kauf. Also, ich. Letzte Zeit haben sich übertrieben viele gewundert, wo ich die ganzen Junkstones habe, aber ich sag euch doch, ich kauf Junkstones aus den Jam-Shops. Ja. Also, ja, keine Ahnung. Ja, also, ich hab für einen. Travis, Ska! Weißt du, wann das nächste Mal in SSJ3 ja, Bardock kommt? Ja, weiß ich. Weil ich hab LRSSJ3 hey, Tech-Banner! Q-Banner gezogen. Hashtag Almutisam, war der Jess der? N und hab kein Lieder für MENSSJ3. Hey, Travis, dankeschön, dankeschön. PS, bester YouTuber Deutschlands. Ja, Bardock kommt wieder in den Banner von Future Gohan mit Tech Vegito Blue, aber das kann dauern. Was kann in JP bis dahin? Thales, Vegeta, okay, jetzt sagen wir Zeitraum September. Was kam nach Vegeta? Kam nach Vegeta direkt Future Gohan? Nee. Doch? Nee, oder? Doch, ich glaube. Nein, oder? Doch. Doch. Doch, ich glaube schon. Dann kam, ja, also Zeitraum Oktober. Kriegst du die nicht gesponsert? Doch, manchmal krieg ich auch gesponsert. Genau, nicht immer, aber manchmal. Richtig. Sponsorships. Nicht immer, aber manchmal. Ja, mit Elebirus habe ich nicht berechnet. Ich habe nur die Dokkan-Fest-Units jetzt gerechnet. Ah, oh, den wollte ich auch austauschen eigentlich. Könntest du meinen Kumpel grüßen? Er ist Bobby, die Triangel. Bobby, die Triangel. Ding, ding, ding. Was glaubt, grüß dich. Sollte man Chars jemand eh nicht dupen, würde nicht lieber auf die SR gehen, anstatt die Pfade zu öffnen. Ja, ist im Endeffekt dir selbst überlassen. Ich würde trotzdem die Dupe-Pfade öffnen. Weil du weißt nie, vielleicht benutzt du sie, vielleicht wirst du sie brauchen. Ich hatte echt viele Charaktere, von denen ich nie gedacht hatte, dass ich sie brauche. Zum Beispiel Tech Thales für Extreme Z-Battle, für Super Battle Road und. Und da haben die Dupe-Pfade mir geholfen. Edition Attack Deutsch und so und sofort. Oh, Nachtschmerz. Danke fürs Follow. Lohnt es sich so zu kaufen? Oh mein Freund, das hängt ganz von dir ab, ob du überhaupt da investieren willst oder nicht. Ob du da free to play bleiben willst oder sagst, ob du sagst, es ist nur ein Spiel, ich spiele das aus Spaß. Oder ob du sagen willst, ja, weißt du was, Geld muss fließen. Das hängt von dir ab, mein Freund. Ob es sich lohnt oder nicht, du hast keine Garantie, dass du danach bessere Charaktere ziehst, weil es trotzdem noch Zufall ist. Will unbedingt LR Goku Black ziehen, aber ich bin nicht sicher, ob ich bei seinem kommenden Banner ziehen soll. Am besten da, weil wo sonst. Oder auf den LR Virus Banner warten soll, weil der war doch Double Rate. Rates oder nicht, also was würdest du empfehlen? Ich würde bei seinem, er ist gefeatured, ich würde bei seinem ziehen. Da hast du auf jeden Fall bessere Chance, auch wenn es Double Rate war, er ist ja nicht gefeatured. Heißt, seine Rate ist bei 0,04% oder so, also nicht relativ, also nicht hoch. In dem Double Rate Banner ist 0,3, ist auch nicht so hoch, aber besser als, in dem gefeatured Banner ist auch nicht so hoch, 0,3, ne? Aber er ist gefeatured, du hast eigentlich da die guten, besseren eigentlich, weil er ist da gefeatured. Das ist eigentlich wie LV und Gorita Banner. Nur 0, LR Gurito und Vegeta Drop-Ins zu 0,5%, die LR Featured Banner 0,3-0,4%. 31. Drop Ninja Shinobi Striker, okay. Nächste Woche kann man nochmal. Ah, okay, nächste Woche, ne, dann zockt man das, dann zockt man das. Auf den neuen Film bin ich übertrieben gehypt. Ist mit einem Namek-Team machbar, da bis dann 80 oder nur mit Strength-Teams? Namek-Team, ich weiß nicht. Ist Strength Team eigentlich, wäre die bessere Wahl. Du kannst in dem Strength Team, hast du die ganze Zeit Typenvorteil und dann nimmst du halt Namek Gohan mit und, wie heißt der andere Dude? Super Saiyan Goku, wenn du ihn hast aus der Namek Saga, dann hast du da auf jeden Fall gute Chance und zwei Charaktere, die gut Schaden machen. Emily, was klappt? Danke fürs Followen. Kam LR Bardock vor oder nach Future Gohan? Ich glaube vor, glaube ich. Oder? Ich glaube vor. Ich grüße Salome, deine Schwester, was klappt? Cool, dass ihr reinschaut. Alles gut bei dir mit. Yeah, SK, was geht ab? Cool, dass du reinguckst. Bei mir ist alles gut. Tech Tarpon oder in Buhan? Für was?
Was für was? Oder was willst du von denen? Was willst du, wer der bessere Nuker ist, wer der bessere was ist? Was ob's, wer besser ist? Liest du den nee, Manga Hajime no Ippo lese ich nicht, ich habe nur ein Anime geschaut. Wo sind wir eigentlich jetzt bei... Was? Wir sind schon auf Stage 30, Geist, danach können wir nicht Stream Sie Awaken. Dann machen wir das und nehmen ihn direkt mal in das Team, ne? Aber ich habe noch nicht auf SA 15. Vielleicht fahren wir ganz kurz die SA. Oder ich bombe Kais rein. Nee, komm. Das ist, damit ich euch das zeige. So voll darf ich jetzt nicht sein. Oh, Vegeta kommt jetzt. Wir sollten die sehr alten Dokken Exclusive Charts mit dem Dokken Exclusive Status einziehen. Also Charts, die älter als 1,5 Jahre sind, nun in allen Banner drin. Wäre auf jeden Fall vertretbar. Ja, kann man machen. Kannst du mal krasse Nukes machen? Nicht in der Stage, weil wir keine Items mitnehmen können. In dem Stream machen wir nur Extremes Awaken. Genau. Titan Banner, Obo, Featured Banner. Ja, wenn man gezielt auf einen will, dann ja. Wenn man mehrere will, dann vielleicht Featured er. Ja, okay. Jetzt können wir den Dude Extremes Awaken, ne? GG. Dann machen wir das mal. Awaken, hier, zack, Schritt, Step by Step. GG, dann ändert der Dude sich, wird besser, stärker. Gefällt uns auf jeden Fall. Oh mein Gott. Nervig ist, dass ich immer dann wieder trainieren muss, hier, Step by Step. Hab ihn auch gerade X-Team so weg, nice. Ist eigentlich irgendwie möglich, LL Super Saiyan Goku und Ins und LL Goethe in ein Team zu machen mit einem guten Leader? Ja, mit Tech Vegito Blue. Ja. Also Heroes Team. Achso, jetzt wieder Awaken, ja, siehst du, wieder zurück, Awaken und. Mal jetzt wieder rüber. GG. GG. Also eine Pause machen wollte ganz kurz, könnte ich auf jeden Fall verschnaufen, weil ich musste hier ein, zwei Steps mal hin und her trainieren, hin und her wecken. Wen hast du als Leader mit? Vielfachen Goku. Jetzt kommen sie. Ey, ihr habt gestern endlich 20 Mal Super Battle geschafft mit viel super physisch Team. Korrekt? Nice. Wie viel Stones wirst du maximal Jin Vegeta Banner stecken? So viele bis ich bis dahin habe. Also 500 wahrscheinlich werden es sein. Hoffe ich mal. Ich denke schon, dass da die 500 kommen. Mindestens. Ein Dude brauchen wir. Gucken wir mal. Wie kann man am schnellsten die Quest durchmachen? Musst du einfach machen, da gibt es kein schnell oder langsam. Hängt von dir ab, wie schnell du da bist. Du gehst einfach rein mit einem Team und am besten mit deinem besten Team in einem Team, wo es schnell geht, und dann musst du es quasi machen. Genau. So. Jetzt müssen wir wieder rüber. GG. Oh my god. Oh my god. Deck ein. Wieder rüber. GG. Ey. Will man bei Rachid Stones kaufen, ist der korrekt? Oder muss ich mir Sorgen machen, dass nein, der meine B. Nee, macht er nicht. Ersten Units im Barber Shop verkauft. XD, weil man muss doch sein Transcode geben, oder hab ich da was F? Nee, hast richtig verstanden. Du musst ihm deinen Account geben, damit er die Stones für dich holt. Logo. Aber bitte nicht mit Transfercode. Bitte verknüpft eure Accounts mit Facebook.
Alle weiteren Informationen bekommst du mit Ausrufezeichen Stones, glaube ich. Oder bei mir auf dem Discord-Server. Oder in dem Textkanal. Oder bei den Videobeschreibungen. Waren Stones? Ausrufezeichen Stones? Ja, genau, genau. So, warte mal, wo bin ich am jetzt stehen geblieben? Ah, musste noch hochtrainieren. Okay, folgendes, Freunde. Und zwar, wie gesagt, er ist SC10, man kann ihn aber auf SC15 bringen. Was ihr macht, ich habe jetzt keinen ist gedroppt, legit. Ihr könnt euch aus der Stage, okay, ich mache das jetzt nicht, das dauert zu lange, weil bei mir ist in den letzten Tagen nicht gedroppt. Aus dem Event selbst könnt ihr euch, passt auf, damit ihr ihn auf SC15 bringt, beim Story-Event. Ihr geht auf Story-Event, okay, Stage 1, droppen ja noch weitere Gohan. Hier, ihr holt euch 5 Stück, bringt ihn auf SC5, den einen hier. Dann holt ihr euch die Medaillen und tut diesen, der auf SC5 ist, Dokkan erwecken. Dann ist es ein und derselbe Charakter, sodass ihr den auf SC5 benutzen könnt für, als Trainingspartner für den Extreme Zero Awakening, damit er auf SC15 kommt. Okay, you feel me? Also im Endeffekt, wenn ich es ganz kurz zeigen darf, ich habe ihn ja selber nicht. Ihr nehmt ihn, okay? Und als Trainingspartner wäre dann hier noch ein mit SC5, dann kommt er auf SC15. Genau. Okay. Ah, den werden wir trotzdem benutzen, auch wenn er auf SC10 ist. Ich werde die Tage die dann auf SC15 bringen, das würde jetzt zu lange dauern. Wir machen einfach mit dem Extreme Z Awaken weiter. Weiß nicht, ob ich den Tech-Banner aufmachen soll oder auf den Goku Black Adder-Banner warten soll. Ja, ich meine, Tech-Banner ist ein Multi nur, also je nachdem, wenn du wegen einem Multi, wenn du ein Multi machen kannst, mehr kannst du ja dann nicht sammeln. Man kann nur ein Multi machen bei den jetzigen Typen-Bannern. Also musst du wissen. Wo kann man die Freitag schreiben auf Discord den Team Rating? Privatnachricht, Privatnachricht. Boah, was? 16 Missionen, ADF? Was geht jetzt ab? Da kommen die Stones. Ja, sind die Stones, jetzt ist's. Sucht. Hey Otaru, ich habe für meinen Free Super Jutsu 2 Dupes. Auf was soll ich gehen? Auf jeden Fall auf Crit. Genau, Level 15 Crit, Level 11 Combo, perfekt. Nee, mach auf Crit, weil er Konter hat. Geht auf Crit, genau. Da sind die Stones, da sind die Stones, wo sind die Stones? Bleh! Da sind die Stones, da sind die Stones, wo sind die Stones? Bleh! Oh my God! Die Stones! Die Stones! Oh, geil! Ich darf nicht vergessen, ich muss heute noch die Dailies machen. Deckein. 545 Stones. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. So, aber jetzt machen wir weiter nebenbei. Und oh, wie gesagt, bis 20 Uhr maximal sind wir online. Wenn wir kurz vor Stage 7 sitzen sein sollten, dann machen wir das auch noch. Weil da gibt es Rewards. Da gibt es echt Orbs. Free Orbs. Mach das. Ich mache das auch auf jeden Fall. Stage 77. Wenn nicht, dann gucken wir einfach mal. Dann, ja, was heißt, guck mal. Get up in the feeling. 100% einfacher Bro, ich hoffe, ich bleibe da bis nachher. Für den Super Battle Road Versuch. Naja, wir machen einfach mal hier weiter und zwar. Genau, diesen Treckrott will ich nicht mehr drin haben. Weil der sich immer verwandelt und es nervt. Ups. Okay. Beste, wenn man ein bis fünf Stones hintereinander bekommt. Geil. Kakarots. Ich habe gefragt, ob ich ihn Transfercode schicke auf Facebook. Er sagt nur, ja. Was soll er dir sagen? Wenn du ihm eine Option gibst, dann sagt natürlich Transfercode. Du sagst ihm, nee, Facebook, fertig. Mit Facebook ist viel sicherer, Jungs. Vertraut mir, wenn Transfercode irgendwas schief geht, dann ist dein Account weg. Hat noch ein 3 Dupes Broly, falls du brauchst. Lecker. Ja, jetzt zum Beispiel. Ihr fragt mich ja jetzt hier, wen nimmst du immer an und so. Momentan
Brauche ich Super Saiyan 3 Brolys oder LR Goku Blacks? Am besten mit Dupes. Also diejenigen, die das haben, können mir gerne mal eine ID eine Anfrage senden. Hab ja gerne bei einer Mutti gemacht, hoffe auf, gehofft auf Majin, weil du auch gezogen hast und erster Charakter LR Majin. Korrekt, korrekt. Hast du ein Video zu kennen, wie die Boah. Ich glaube schon, aber es ist ein bisschen älteres. Müsste ich mal auch selber suchen. Hörst du um 20 Uhr auf zu streamen? Yes. Würdest du eher auf LR Gohan oder LR Broly gehen, wenn du beide noch nicht hättest? Oh, SKE, sehr gute Frage. Gegenfrage, wen von beiden würdest du nutzen und wo? Wen von beiden würdest du am meisten nutzen und wo? Sechste Questen. Sechste Question. That's the question, man. Ich hab LR Goku Black ohne Dupe. Ja, aber, ja, Müll. SD20 auf jeden Fall, aber, ne? Ich schmeiß die Sons durch den Club, yeah. Ich hab einen LR Black, aber kein Dupe. Ich hab LR Black SD20, aber kein Dupe. Ja, egal, sein Hauptsache SD20. Kann man den Kenwich 100% bringen? Kannst du machen, ja, aber würde ich nicht. SC10 kannst du dir holen, aber 100% muss nicht sein. Jo, was geht ab? Hab gestern im Tech-Bundle LR Super Saiyan 3 Goku gezogen, korrekt? Ey, Travis, Ska! Mit den 4 Bits. Ja, Müll. Würde LR Gohan nutzen, den Hybrid Saiyan Team Broly nur für World Tournament? Ah. Wenn es nur für World Tournament ist, würde ich eher auf LR Gohan gehen, weil fürs World Tournament kannst du dir den Strength Extreme Saiyan Broly zur Not noch nutzen. Weißt du, was ich meine? Falls du den Red Zone noch hast, kannst du ihn erholen. Ich habe mich eh in der Friendlist. Oh, okay, dann gucken wir mal. Dann müsste ich säubern. Wenn ich dann Goku Black sehe, der nicht auf SC20 ist, nervt's mit. Spaß. So, wie gesagt, ab jetzt könnten wir eigentlich auch den Gohan nehmen, ne? Planet Namek sagt, hat sich den Keep Boost 3. Ich finde 77% oder Strength, ja. Der Boost ist nicht so gut. Einer im eigenen Team reicht da vollkommen, denke ich mal. Wann das neue Friends im Globe kommt, weiß man nicht. Nee, kann noch dauern. Hab heute LR Majin Vegeta Dokkan weg, korrekt? Gratuliere. Ich farm schon seit 2 Tagen die Äste von LR Goku und bis jetzt habe ich nur... Ja, Müll, das ist echt scheiße zum Farmen. Es ist echt nicht schön zum Farmen. Achso, by the way, was hat's denn jetzt bei dem Boy geändert? Gucken wir das mal an, bei dem Dreckhahn hier. Und zwar, macht Supreme Damage jetzt, ne? Beziehungsweise das Ölst dann noch, wenn ich ihn auf SF14 bringe. Yeah. Da macht auf jeden Fall mehr Damage. Attack und F 13% pro Orb, den er einsammelt. Zusätzlich Attack plus 7% und Keep plus 2 pro Rainbow Orb. Also der ist echt solide auf jeden Fall für Free-to-Play-Units. Ist er echt sehr, sehr gut. Wie lautet der Kombo für dein ID? ID Global. ID Global. Transfercode over Facebook Transfer, da Facebook Transfer bei vielen nicht geliebt, zum Beispiel bei mir nicht. Ja, da macht ihr irgendwas falsch, ganz klar, da macht ihr irgendwas falsch. Ist der Kauf mit Dragonstone sicher oder kann der Account gesperrt werden von Bandai? Ist ein schwieriges Thema, ich sag mal so. Ich sag mal die Vorgehensweise, wie sie es machen, okay? Die Gem Shops. Sie kommen günstiger an Google Play Karten ran, aus dem Ausland. Diese lösen sie in Google Play Store ein und kaufen damit Stones. Also sie hacken euer Account nicht. Eigentlich seid ihr da sicher. Aber es ist dennoch ein Verstoß gegen die Richtlinien, weil ihr dann quasi von Drittanbietern die Stones kauft. Also bis jetzt wurde meines Wissens noch niemand gebannt. In JP gab es ein Gerücht, dass man dagegen jetzt vorgeht, aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Also natürlich im Endeffekt bei sowas hier auf eigene Gefahr, ne? Was soll ich dazu sagen? Kopf ab. So. Wann kommt Super Saiyan 4 Goku wieder? Boah, ist sehr gute Frage. Wann kommt Kakarot wieder? Ich glaube, der kommt so schnell gar nicht mehr eigentlich. In den nächsten Bannern. Ja, okay, für Extreme... Ja, er wird wahrscheinlich in einem Extreme-Z-Banner sein. Zum Beispiel das gegen Freezer. Weil er vom Super Strength-Type ist. Du.
Super Snack 340k, das ist GG. Denkst du, Elevirus kommt, bekommt einen eigenen Featured Banner, weil Vegeta und Virus sind schon draußen? Muss nicht sein, muss dennoch nicht sein. Reicht dir der Super Saiyan 3 Broly mit Psydubes auch? Kannst gerne mal senden, warum nicht? Meine Frage, ist es gut, wenn ich Seatanks auf Level 14 Edition und Level 12 Crit mache? Kannst du machen, aber, ja, kannst du machen. Aber Level 15 Crit, 11 Edition, ja, kannst du machen, so ist nicht, okay. Ich sag's mal so, du willst da ein bisschen mehr auf Edition gehen, vielleicht wegen Seal. Kann man machen, aber anders wäre es auch nicht verkehrt, Level 15 Crit, Level 11 Edition Attack. Hier kann man keine Friend Quests mehr senden. Ja, das liegt dann daran, dass die dann die Anfragen zu voll sind. Genau, also ich habe keinen Platz mehr. Dann wissen wir auch Bescheid jetzt. Sind auch Argel und Strength Rosé im Black Banner, der bald kommt? Sind Argel und Strength Rosé? Nein, die sind da nicht drin. Nein, ich habe nichts falsch gemacht, habe alles nach Anweisungen gemacht von Rock. Nee, dann hast. Ja. Dann hab entweder du oder er was falsch gemacht. Warum geht's zum Beispiel bei mir? Warum geht's bei allen, nur bei euch nicht? Es geht, vertraut mir, ihr habt irgendwas falsch gemacht. Es geht, ihr habt da natürlich was falsch gemacht. Ich weiß nicht was, aber ihr habt was falsch gemacht, ne? Bei anderen geht's. Deswegen, logische Vollschlussfolgerung. Ihr habt was falsch gemacht. Genau. Hab ich doch gesagt, will Facebook, er sagt nur Transfercodes. Ja, dann sende ich den Transfercode, was willst du sagen, wenn er das so will. Moin Oso, du sag mal, kommt Rosé Agel welche demnächst wieder? Agel Rosé, ich glaube nicht so schnell. Oso, ich glaube, wenn du Level 70 bist, suchtest, kann das doch dauern, weiß selbst wahrscheinlich bis mindestens 20. Ja, ich glaube, wir machen bis 20 Uhr noch. Hab ich doch gesagt, achso, ja. Ja, was soll ich dir sagen, Mate? Keine Ahnung, wenn er momentan nur Transfercode will, dann raus mit dem Transfercode, was soll ich dir sagen? Osan, unser Fanboy mit voller Friendlist. The Rainbow, yeah. Oh, neue Summon-Amazon will ich auf jeden Fall haben. Wann kam das LF Freezer Event? Wann kam das in JP? Kam das, wann kam das? Nach oder mit Evolution Vegeta? So mit Dreh herum? Ich weiß gerade gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Hörst du ja Deutschrap oder Englischrap? Deutschrap höre ich gar nicht, also Englisch, ja. Hab gerade Stage 64 mit 800 HP geschafft, ey, korrekt. Meinst du, Extreme Saiyan kann man auch mit dem LA Broly oder 1000 LA Goku als Leader für Strength benutzen? Ja, kann man auf jeden Fall schaffen, ja. Wann hast du das erste Mal Stones geholt? Ey, Creep, danke fürs Follow. Schon lange, ja, keine Ahnung. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, Argon. Wie geht's dir? Ich glaube, bei Super Vegito war das. Glaubst du, ich schaffe das Event mit einem LA Vegito Team? Ja, kann man schaffen. Kommt Strength Rosé bald Black. Nee, der kam so bald nicht mehr, nee. Bekomm übermorgen Geld, wenn Geburtstag. Ey, gratuliere dir. Und rate mal, was davon gekauft wird. Stones. Edition Attack Super Saiyan 4 Goku krank. Hamis, Alter, der ist doch da. Ja, Hamis, schau an, das sind die Plays. 100% vierfacher Goku. Ich GG, mein Freund. Don, was ab? Vielen Dank fürs Followen. Bei welchen neuen LA-Event soll ich suchen, beziehungsweise welche LA ist der beste? Meinst du LA-Event, die Free-to-Play-LA? Wir haben ja Goku. Also falls du Event meinst, Goku, Freezer und kommender Future Trunks. Falls du jetzt nur die Event meinst. Boah, warte einfach auf die Kampagne. Die LA sich zu holen lohnt sich mit der Kampagne, weil es dann einfacher ist. Das, die nächste Kampagne wird zu LA Freezer sein. Da wird die Namek, nee, die Ginyu Force-Kategorie wird die Droprate erhöhen und das geht echt schnell und easy. Deswegen, wenn die das Ginyu Force mit ihr Team kommt, dann dann kann man das mit dem auf jeden Fall sehr, sehr gut schaffen. Hat mir den Lass sonst gekauft. GG, hab gut, denkst korrekt, korrekt. Junge, ich tryhard gerade Vegito Stage 3 auf super physisch. Ja, aber Hamis, hast du mal geschafft oder schaffst du es immer noch nicht, weil du kein vieles Battle Links gelassen? Sunny, danke fürs Followen. Ansonsten schau dir mal ein Video an, was ich dazu sage. Da geht es bestimmt eins. Aber komm auf deine Charaktere an. Wir können heute Abend mal gerne reingucken. Ich habe eigentlich meinen Kale auf 100% gebracht und oh mein Gott, haut die rein im Physisch-Team. Mir fehlt noch ein Dupe für Kale. Dann ist auch soweit. Dann ist er auch auf 100%. Freue mich auf jeden Fall schon drauf. Kale ist nice. Kale.
Warum ist Super Saiyan Goku Giant Ape drin? Der nervt mich irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Weil der sich die ganze Zeit transformiert. Ich nehme lieber Bardock rein. Ist persönlich. Eigentlich in dem Super Strength Team ist der Dreifach Goku GT ein Muss mit vielfachem Goku als Supporter. Aber ich habe gerade keinen Bock auf den. Der nervt mich mit seiner Transformation. Da nehme ich unseren Urvater Bardock. Der Boss Number One, danke fürs Followen. Nee, da habe ich aufgehört. Okay, shit. Ich farm gerade Gogeta Medals. Den pushe ich den für 4 Battle. Na gut, perfekt. Hab dann 4 Battle easy. Dann sollst du schaffen. Genau, nice. Hab jetzt alle News von dem neuen LR Goku verfolgt. Gibt es schon eine Ulti? Was meinst du? Gibt es eine Ulti? LR Goku verfolgt. Gibt es schon eine Ulti? Ich weiß gerade nicht, was genau du meinst. Zeig mir schon, wenn L Backpost. Mach ich. Denkst du, Godleads würden irgendwann X. Boah, ey. Schwierig, schwierig. Mach mir jetzt was zu mit ein. guten Appetit, Majin Hakai, mein Kollege von mir, Ippo, der eskaliert komplett auf Sujuk, Pizza Sujuk, der eskaliert drauf, er ist selbst Italiener, aber der eskaliert komplett drauf, der tötet das, oder Sujuk mit Ei macht er sich auch gerne immer, Suzuki, ich sehe einfach Elogitte nicht, ja, hatte ich auch das Dilemma, aber also, es ist so, nichts davon, Lai, versteh mich nicht falsch, mein Freund, ich mein's nicht böse, aber, wenn es nicht funktioniert, dann habt ihr was falsch gemacht. Es muss funktionieren, wenn man alles richtig macht. Irgendwas habt ihr falsch gemacht. Irgendwas habt ihr übersehen. Es muss funktionieren. Weißt du, was ich meine? Es ist echt nicht böse gemeint. Aber wenn ihr alles richtig gemacht habt, muss es funktionieren. Like legit, warum funktioniert es nicht? Diese Frage sollte ich euch stellen. Ich habe auch alles richtig gemacht. Diejenigen, die ich geholfen habe, bei denen hat es auch geklappt. Bei meinen Kollegen, sei es bei denen, bei allen anderen. Weißt du, was ich meine? Ich meine es echt nicht böse. Ippo! Was geht, Fujito, oder nicht viel bei dir? Ob die Ulti schon gezeigt haben oder ob das noch dauert beim LR Goku von der Battle Roads? Die Ulti hat man schon längst gezeigt. Ja, ich habe es im Video noch nicht gezeigt. Auf Twitter kannst du das nachsehen. Ozan, was? Weißt du, das Extreme Sorgen ist zwar easy, aber ich warne dich vor alles über Stage 70. Ja, über Stage 70 wird es auf jeden Fall schwer, glaube ich dir. Hab alle Magie bekommen. Wo bekommt man die ersten Medaillen für Dokkan Awaken? Aus dem Hero Examination oder blablabla Plan Event, das am Wochenende online ist. Bei vielen Bugs, ja, glaube ich nicht, ihr kennt mich, ich glaube sowas nicht, weil es muss tun, es gibt nicht, es, natürlich, okay, natürlich gibt es Bugs und so, aber glaubt mir, es gibt immer einen Weg, wie man das macht, ja, warum tut es denn da bei uns zum Beispiel, naja, ob so oder so, dann tut es halt nicht, was soll ich dir sagen, mach mal bitte ein Rainbow, was? Was bist du für ein Landsmann? Ja, das ist halt die Question. Ausrufezeichen Herkunft, bekommst du Informationen dazu. Wie geht es denn über Facebook? Ja, jetzt kommt die nächste Frage. Es ist eigentlich ganz easy. Achso, warte mal. Achso, jetzt. Also, wie euer Account mit Facebook verlinkt? Fragezeichen. Ihr geht auf Linking, auf die Optionen. Und dann Account mit Facebook verlinken. Fertig. Ihr loggt euch mit Facebook rein und gut ist. Wie ihr bestellt. Über Facebook, das ist ein bisschen tricky. Da müsst ihr schon Wiederherstellungscodes und so euch erstellen. Aber im Beitrag ist eigentlich in der Gruppe alles gut erklärt. Also so hat es dann hier funktioniert. Lohnt es sich bei El Vegetto zu ziehen, weil ich brauche unbedingt physisch Vegetto. Ich habe schon El Vegetto, sollte ich einen Multi zünden? Die sagt sie, physisch Vegito kommt erst wieder, wenn es in JP auch so ist, wenn mich alles täuscht, mit auch wieder mit LR Goku und LR Vegito. Also seine Rate wird sehr gering sein, ob du jetzt siehst oder dann, macht es keinen Unterschied, sag ich mal. Beziehungsweise doch, jetzt sind die Rates sogar ein bisschen besser. Killerlord, was ihr habt, Angst verloren. Kann man sein Globalkopf vom Handy in Noxplay verknüpfen, aber auch im Handy zocken? Nee, dann transferierst du es ja. Pika, danke fürs Verloren. Was geht ab? Hallo, hallo. Ist aber so, funktioniert legit nicht. Warum will Rajit nur Transfercodes, weil es halt bei vielen Kunden nicht geklappt hat. Vielleicht checken es auch viele Kunden nicht. Weil es ist kein leichter Vorgang. Da gebe ich euch recht. Da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, damit man das richtig einstellt, damit man auch alles richtig transferiert. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Dann benutzt einfach Transfercode. Wenn er Transfercode so nicht will, dann benutzt am besten Transfercodes. Okay, dann hast du recht, wird er wahrscheinlich seine Gründe haben. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es auf jeden Fall geht, weil ich habe legit letzte Woche bestellt und bei mir ging's. Keine Ahnung.
Naja, ob so oder so. Keine Ahnung. Hitback, danke fürs Follow, was ihr habt. Was eine richtig coole Sache wäre, man sendet ein Video an Barney mit seiner Lieblingszugangkarte und schicken dir dann. Oh, eine Sammelkarte, das wäre geil, aber das sind dann die Dreams. Gibt's noch Tickets für eine Multisummon? Welche Tickets? Für LA Vegito und Gogeta? Achso! Nee, gibt's nicht mehr, gibt's nicht mehr. Gibt es auch so Super Saiyan für Goku noch einen guten Strength Leader? Just B2, danke fürs Followen. LA Broly zum Beispiel, Omega Shenlong ist ein Strength Leader. Janemba, wer hat umgekehrt dann natürlich. Oder der Gohan hier, kannst du vielleicht mitnehmen. Stage 39. Okay, ja, bis 70, 70 kann es auf jeden Fall noch dauern. So. Mr. Bang, Just B2. Danke fürs Follow, was geht ab? So. So, Odele. Komm, Super geht er nochmal. Demnächst ist der einzige. Ich glaube, demnächst kommt er nicht mehr. Wann genau ist Zeit für Modtalk? Auf jetzt, sorry. Ich hab's nicht gesagt. Ich guck mal die Tage. Hi, ich bin neu hier. Wollte dir für deine YouTube-Videos danken. Bin in Doka Shell besser geworden. Perfekt. Das freut mich, Mr. Berg. Was geht ab? Was geht ab? Hab eine Video aus dem Ticketbanner bekommen. War das Luck? Hashtag ein Singsam. Wenn es ein Singsam war. Wenn nicht, Luck. Wie genau kann Rush etc. funktionieren? Er ist günstiger als im Shop, aber trotzdem legal, weil die für mich die Stones kaufen. Klingt für mich komisch. Um es kurz zu fassen, sie kaufen Google Play, sie kommen an günstigere Google Play Karten ran aus dem Ausland. Diese lösen sie in dem Google Play Store ein, also es ist wegen der Währung, weil sie dann günstiger ist. Und dann kaufen die Stones, um es kurz zu fassen, ja. Sie kommen an günstigere Google Play Karten ran. Colin, was geht ab? Danke fürs Follow. Und Kevin Skills, was geht ab? So, jetzt gucken wir mal. Mariko, was geht ab? Danke fürs Follow. Vegeta. Oh, das ist eine geile Rotation. Bin gespannt, was die raushauen jetzt. Okay, und ihr merkt, Vegeta wird immer stärker und stärker, tankier und tankier, aber ich denke, wir haben auf jeden Fall noch gute Chancen. Ey, Mariko, danke fürs Zuhören, was geht ab? Oh, so hat wieder sonst für Majin. Korrekt. Hab heute einen Dupe für Super Vegito bekommen und Strength Super Saiyan Goku, korrekt. Was gibt's beim Extreme Direct nach Level 30 noch für Rewards? Orbs und Kais, Orbs und Kais. Moin Moin, zocker das Game zwar nicht, aber bist der beste Mann. Mann, Digga, wünsch dir viel Spaß. Dankeschön, Kevin, dankeschön, was geht ab? Cool, dass du reinguckst. Was zockst du für Games? Morgen? Oh mein Gott, ich freue mich auf morgen. Morgen zocken wir auf jeden Fall Mario Kart 8 Deluxe, habe ich mir geholt. Wird auf jeden Fall auch gestreamt jetzt. Deine Friend ist voll. Ja, okay, sorry, kann sie jetzt auf die Schnelle so nicht säubern. Bekommt man eigentlich noch Tickets von dieser LA Vegito? Nee, bekommt man nicht. Ein Kollege von mir hatte bei den LA Vegito und Gorita Banner Pech, also im Multi und dann im Ticket. Banner hat er bei dir gezogen, korrekt. Dafür sind die Tickets da, korrekt. Im besten Fall natürlich, ne. So, und diese Rotation ist mal wieder RIP Solo zum Q. GG. Ups, ich hätte eigentlich einen anderen nehmen sollen, was soll's. Achso, der ist eh gleich down, okay. The Dark, was geht ab? Danke, Solon. Die häufigste Frage ist immer noch Herkunft, wenn du blonde Haare, kein Bart und blaue Gewehr sind. Oh, es gibt bei uns auf dem Server übrigens eine Änderung zum Ablauf des Kaufs, erkläre ich später dann via WhatsApp. Machen Sie das. Moin, hab heute Multi in Super Gita und Allegator, korrekt? Korrekt. Auf. Korrekt, muss ich mal reinschauen. Freut mich. Gleich ein wenig Fortnite spielen. Cool, okay. Viel Spaß hier. Viel Spaß hier. Ozan, heißt das, wenn ich von Türkei mir ein Google Play Card für 50 was TL kaufe, kann ich das hier in Deutschland eine Lösung bekommen? Jein. Versucht's erst gar nicht. Ihr werdet es verkacken. Vertraut mir. Die haben schon ihre eigenen Tools und Systeme. So leicht ist das dann doch nicht. So wie ich das einfach geredet habe. Hab mich gerade neu auf YouTube entdeckt. Was gedacht und dachte mir, ich schau bei den Stream vorbei, da du mir sei sehr sympathisch scheinst.
Manico, cool, dass du reinguckst. Wie geht's dir? Gestern auch 8 Singles-Tickets, LL Vegetto, Super Vegetto und Blue Vegetto Füße bekommen. Ich habe geschrien wie ein Bär. Ja, korrekt. GG. Wir haben wieder keinen Platz. Und die Stones wollen wir nicht ausgeben. Heißt, was machen wir jetzt? Guck mal ganz kurz rüber, welchen Charakter ich hier pushen. Okay, Freunde, ich mache jetzt was. Don't do this at home. Don't do this at home, please. Don't try this at home. Ich werde jetzt meine Grand Kais oder Elder Kais für ihn hier verballern. DJ Osa, SC10. Diesen Vegeta müsst ihr nicht bei allem Respekt auf SC10 bringen, denn er ist ein Tank und ein High Shen zu Sun. Mehr macht er nicht. Aber es ist Vegeta. Natürlich kommt er bei mir auf SC10, ne? Ohne Frage. Deswegen machen wir das mal ganz kurz, damit wir ein bisschen Platz wieder haben. Aber. Oh! Lecker Schmecker. Rein damit. Aber don't do this at home, okay? Mag das nicht nach. Spart lieber eure Kais oder Elder Kais für Charaktere, für Damage-Healer, bei denen es sich lohnt. Also, ja. Aber ist Vegeta, ne? Deswegen. Den prima auf SC10. Er ist noch nicht erweckt, richtig. Kam halt legit nicht dazu. Hat mir ihn, by the way, aus dem Redstone geholt. Und. Eigentlich könnten wir den gut gebrauchen für Super Battle Road. In den nächsten Stufen als Tank. SC10, ja, wir hätten ich von den Dupes easy auf 100% gebracht. Ohne Zunken. Aber ja, das reicht jetzt erstmal. Ich habe keine Dupes von ihm. Habe ich eigentlich auch zu ihm? Medaillen? Nö. Okay, sei es drum. Aber mach das nicht nach. Ich hole mir nächste Woche eine Switch Mario Kart. Oh, korrekt, könnte ich damit jetzt sagen. Ja, komm, wir zocken gemeinsam, Freunde. Wir zocken auf jeden Fall gemeinsam dann. Da ich meinen alten Account verloren habe und einen neuen Account habe, bis jetzt dann auf der 150 gepusht auf Trocken. Lohnt es sich beim Evolution Vegeta zu ziehen oder auf einen Evolution Vegeta? Würde sich auf jeden Fall lohnen. Würde sich auf jeden Fall lohnen. Weil du damit ein gutes Team machen kannst. Weil da kannst du entweder ein Pusain Team machen, je nachdem, ob du schon gute Charaktere hast für Pusain. Oder ein Universe Survival Saga Team, wenn du da Jiren ziehst und so fort, die ganzen Charaktere. Kann man noch beim Tarpel Ticket Banner ein LR ziehen? Ja, kann man. Und bekommen wir wieder so viele Tickets wie letztes Mal? Nee, man bekommt nur Daily Tickets ab jetzt. Weil die für letztes Mal haben wir bekommen, weil wir auf Platz 1 und so weiter und so fort gechartet sind. Und ich glaube, so schnell kommen wir nicht mehr auf Platz 1. Woran lag es eigentlich, dass die Shops down waren? Zum einen, weil sehr viel los war, aber zum anderen auch, sie kaufen ja auch über einen anderen Anbieter bzw. ihre Tools oder so in der Richtung und das war, die hatten ein Update oder die waren auch, die mussten aktualisiert werden, irgendwie sowas. Ich habe das sogar eine neue Karte für den Broly, oh mein Gott, von dem kommenden Film machen, auf jeden Fall nicht nur das, Super Saiyan God Evolution Vegeta Baby, wollen wir auf jeden Fall auch. Eine coole bzw. OP-Sache wäre, wenn es ein Update geben will, wo man seine eigene Druckerkarte machen. Oh, das ist ja OP. Ja, yeah, das ist ja OP. Ist Jiren oder Vegeta Blue für Z-Battle besser? Für welches Z-Battle? Für dieses hier? Dann ist Jiren, weil er einen Typenvorteil hat. Geht es überhaupt, wenn man bei SC Upgraden ein 50% Unit benutzt mit SC10, wird die dann übertragen? Stopp. Nein. Passt auf. Nehmen wir mal zum Beispiel diesen Namek Gohan, okay? Namek Gohan. Wenn ihr für ihn einen anderen Gohan benutzt, der zum Beispiel auch 50% ist, aber es ist nicht die ein und dieselbe Karte, dann gibt die andere Karte in jedem Fall immer nur ein SA Plus, weil es nicht die ein und dieselbe Karte ist. Merkt euch das, wenn es nicht die ein und dieselbe Karte ist, wird die SA in jedem Fall nur plus 1 erhöht mit einer Chance. In dem Fall 50% Chance. Und nicht, weil der auf SC10 ist, der Partner, bekommt er nicht SC10 Plus drauf, sondern nein, weil es eine andere Karte ist, ist es immer nur SA plus 1 ab. Wenn es dieselbe Karte ist, wie in dem Beispiel SC10, SC5 Gohan, selbe Karte, dann wird die SC übertragen, weil es dieselbe Karte ist. Oh. Miau. Ey, was geht ab? Danke fürs Follow, DJ Ozaru. DJ.
Boah, langsam werde ich ein bisschen schlapp. Was für Stage sind wir? Ja, wir machen bis 20 Uhr 41. 77 schaffen wir nicht. Das machen wir dann die nächsten Tage. Genau. Ihren Hunger auf jeden Fall. Ihren Hunger. Sind die neuen LRs auch in der Pure Saiyan Team? Welche neuen LRs? Welche meinst du genau? Achso, du meinst LR Vision und Gogeta? Ne, sind sie nicht. Wann kommen endlich? Ja, das ist eine gute Frage. Bei welchem LR würdest du ziehen? Also ich persönlich ziehe bei Majin Vegeta, weil ich noch einen Dupe brauche. Für alle anderen müsst ihr euch selbst entscheiden, ob ihr da einen wollt oder nicht. Diese, auch wenn sie gefeatured sind, sind die Chancen immer noch gering da, was Gutes zu ziehen. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Bis bei 0,3 bis 0,4% sind die Droprate für die LR. Also so hoch ist das jetzt auch nicht. Deswegen müsst ihr euch selbst entscheiden. Ich werde nur bei Majin ziehen. Weil da sind auch alle anderen drin, nicht gefeatured zwar, aber ich würde gerne einen Majin Vegeta Dupe noch haben für oben links. Ey, Jose, du warst eine lange Zeit weg. Wie weit bist du schon? Stage 42, glaube ich. So in den Dreh herum. DJ Jose, hallo, was geht ab? Hab wieder 300 Songs für die Play. Hab schon die zwei LS-Füße und Vegeta. Okay, jetzt erstmal zum Double-Rate-Banner. Auch wenn ich noch krass hab, Team, wenn du leider nicht wahrscheinlich spielst. Ja, spar lieber, spar lieber. Spar lieber. Bei welchem Banner sollte ich summonen? Ja, das kommt ganz drauf an. Also, wenn du LR Vegeta noch nicht hast, dann summon bei ihm. Wenn du sie hast, spar auf den nächsten Banner. Welcher Banner ist besser? Full Power Super Saiyan Vegeta oder Future Gohan? Die Sache ist die, bei Future Gohan ist Tech Vegeta Blue. Also ich sag mal so, wir hätten Tech Vegeta Blue, Future Gohan und Super Saiyan 3 Bardock als die Main Units. Bei Full Power Goku hätten wir Full Power Goku, vierfacher Vegeta, Omega Shenlong. Als Gegenbeispiel jetzt, sag ich mal. Ich persönlich finde die Full Power Banner besser. Full Power Goku ist besser als Future Gohan. Omega Shenlong, wenn du ihn ziehst, kannst du ihn viel. Oh, und Gogeta war in dem Banner, oder? Und vierfache Gogeta war noch in dem Banner, kann das sein? Ja. Oder? Ja, nee, der von Full Power Goku ist besser, ja. Game, danke fürs Follow, was geht ab? Bad Anniversary in Blazing, ey, echt? Wusste ich gar nicht. Future oder Yantak? Future. Aber beide vereint sind auch krank. Der Moment, wenn man einen Charakter reverse, um den Path freizuschalten, dann realisiert, dass man alle hat. Boah, und wieder, ja, GG RIP. Und vergiss den Dupe für die... Oh Gott, okay, dann ist RIP. Dann musst du wieder reversen, ja. Bin erstmal reinsuchen, hau rein. Eben noch ein Dragon Ball Legends Freezer Event Ausrüstung gefahren und direkt einen goldenen Punkt bekommen. Nice, beste Leben, korrekt. Korrekt, oder? Ja, wo sind die ganzen Gokus? Haben wir alle verbraucht jetzt, oder wie? Ne, da sind sie. Ey, ja, ich heiße FIFA. Was glaubt? Ich habe beide Free-to-Play, oder du? Ich habe beide Free-to-Play. Also du hast beide, nehme ich an, du bist Free-to-Play. Dann spar auf den nächsten Banner. Welche Banner werden übernächsten Monat online sein? Abgesehen von der Feature-Banner wird noch Thales kommen. Als nächste Dokkan Extra-V-Unit. Ja, wow. Wow. Wie viel pro Tag kann man eigentlich insgesamt für den LR Blue Vegito farmen? 100 oder mehr? 100 durch die Missionen und durch den Barbershop, glaube ich, 10 weitere. Ja, ja, okay, danke schön. Genau, also viel Favoriter meinte, genau, danke. Wie viele Stages muss man machen, bis man Gohan Extreme Sewaken kann? 30, nur 30, aber bis 77 bekommt ihr Preise. Weißt du vielleicht, wann das Event für Kefla wiederkommt? Spätestens mit Evolution Vegeta. Ey, verkauf Staubsauger. Vielen Dank für den Bit. Was geht ab, mein Freund? Machst du das dann bei Nacht? Schau mal. Wieso hast du Bardock drin? Warum nicht? Bock auf ihn. Supporter. Rein mit ihm. Hab in Legends Instance Transmission Kamehameha bekommen. Animation hatte ich noch nie. Und was kam? Was? Aber kein Sparking. Wow, okay. Ich dachte, es wäre garantiert Sparking. Wann kommt das Story Event für den Strength Boomer? Spätestens im LR-Virus. Also nächsten Monat oder nächsten zwei. Reezy, danke fürs Follow. Was geht ab? Hey, Blackie, was geht ab? Cool, dass du reinguckst. Wie findest du eigentlich die Musik von Kid Buu? Ich war ein übelst großer Fan. Schade, dass er weg ist. Ich habe ihn eigentlich davor nicht so gehört, um echt zu sein. Nach seinem Tod habe ich mal ein, zwei Lieder gehört. Kann man sich auf jeden Fall geben. Sind nice. Summer am Morgen besser. Ich habe keine Chance, meine Karten. GG Greeter.
Was sagst du der ersten Folge von Attack? Habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht gesehen. Moment. Ja, RIP, Alter. Keine Orbs, nichts. Wow. Schaust du Anime und wenn ja, was ist dein liebster? Mein liebster Anime ist Hajime no Ippo. Aktuell schaue ich gerade Staffel 3 von Hero Academia. Hunter Hunter ist auch brutal. Also, es gibt viele geile Animes. Gerade wo du sagst, Summon für Alligator oder Elevator, wenn du noch keinen hast. Ich mach Single direkt Alligator. Hashtag 1 Single Summon, gratuliere dir. Habe ich das verpasst? Ein paar Stages, aber was geht ab, gut, dass du reinguckst. Also, hab einfach Ticket Summon den Stream aufgemacht und hab Elle Trunks bekommen. Hashtag 1 Single Summon, Freunde. Was sagst du zu Momo? Wer ist Momo? Wer ist Momo? Takamura ist mein Vater. Takamura ist brutal. Ich werde echt die neue Animation. Ich auch. Und ich Ippo. Hilf. Ist ja auch ein gratis Sparkling. Während dem Öffnen ist Legends abgehackt und habe einfach keinen Charakter bekommen. Was? Direkt Ticket schreiben. Hab einer kommt mit Elle Bojack und Elle Vegito und einem Elle Super Saiyan Goku und Elle Gogeta. Auf welchem sollte ich mehr spielen? Was? Hab einen mit Elle Bojack, Elle Vegito und einem mit Elle Super Saiyan Goku. Boah, musst du selbst entscheiden. Beide Accounts sind nice. Uff, 100%. Alter, The Dreams. Okay. A man has dreams. Houston, danke fürs Follow. Was geht ab? Grüße gehen raus an Houston und Reezy. Ich hoffe auch, dass irgendwann weitergeht. Hajime no Ippo ist wirklich richtig geil. Verkauf Staubsauger, vielen Dank für den weiteren Beat. Bitcoins. Made it to LA, yeah. Finally in LA, yeah. Wann gibt's mal 1080 Pixel Streams? Ja, ich muss doch zu Telekom gehen und sagen, dass sie meinen Upload erhöhen sollen. Dann können wir das auf jeden Fall machen. Willst du noch Groupstar machen? Nee, ich war für LMagin, ja. Gib mal dein Glück für morgen Ticketbanner, brauch unbedingt Elle. Miau! Ja, schon mein Glück. GG. Ein Bit. Dieser haben ist einfach haten, keiner weiß. Das ist ein Wichser, ein Penner, Alter. Oder ich speiz auf Elle Bo Bardock, weil der Banner ja so viel LS wirft und ich nur Elle Vegeta. Okay, ja, es muss nicht unbedingt sein, dass er bei dir auch LS wirft, ne? Aber Chancen sind gut wegen GSSR. It is the GSSR. Die neue Folge endet zu nice. Ja, okay, schau ich mir auf jeden Fall an. Attack on Titan. Üff, Ichi! Komm, WoW! Oh my god, Ichiga! Was geht ab, Ichi? The Legend. Oh my god! Verkauf Staubsauger, vielen Dank für die weiteren Bits, man. Oh my god. Kopf schütteln. Was geht ab? Gangara, vielen Dank fürs Followen. Also, du kommst bei Level 59 weiter und kommt das Extreme-Decken von Super Saiyan Goku wieder. Ja, kommt wieder in den nächsten 4 Wochen eigentlich. Wie viel ist ein Bit wert? Hui, gute Frage, weiß nicht. Gangra, Sascha, danke fürs Followen. Oh, du warst, wie kann man den Support von JP anschreiben? Boah, hab im LR bei einer Blue Vegeta Animation bekommen, kein LR. Stopp. Salz ohne Gurke, dann, nee. Da ist, das stimmt schon alles. Du meinst im LR Grito und LR Vegeta Banner. Leute, ich hab euch gesagt, diese Animationen, die, was sie heißen, betrachtet es mit Vorsicht. Wir werden da schlauer in Zukunft. Vegito heißt nicht LR garantiert, sondern entweder, wenn in dem Banner LR sind, aber nicht gefeaturete LR, keine Dokkan-Exklusiven. Wenn da LR sind, dann bedeutet das, dann bekommst du ein LR. Wenn da keine LR sind, beziehungsweise keine Dokkan, nur Dokkan-Exklusive LR, wie LR Goethe und LR Vegito. Oder sagen wir es so, in einem Dokkan-exklusiven Banner heißt die Animation, dass du garantiert einen Dokkan-exklusiven Charakter bzw. Featured-Charakter bekommst. Und das war im Endeffekt der Fall. Also wenn du einen gefeatureten oder Dokkan-exklusiven Charakter bekommen hast aus dem Muisam, dann hat die Animation gestimmt. Da war nichts falsch. Freunde, ich habe euch gesagt, betrachtet das mit Vorsicht. Das ist nicht alles legit, was da im Internet rumwirrt. Wir müssen das betrachten. Okay? Vegito und, bzw. die ganze LR-Animation, die wir kannten, Double-Track-Screen, Vegito, Satan,
die heißen in einem Dokkan-exklusiven Banner, dass du garantiert einen Dokkan-exklusiven Charakter bekommst oder eben einen Featured-Banner. Da bin ich auch noch nicht ganz sicher, ob es Dokkan-exklusiv ist, safe oder Featured. Ja, und wenn es kein Dokkan-exklusiver Banner ist und da LR-Charakter hier drin sind, dann ist, heißt das, dann kriegst du ein LR. Ich mach jetzt mal so. Super Saiyan 2 Bulma und Vegeta skillt die am besten auf Crit, weil er kontert. Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack. Paar, wie lang ist vorne, was knapp? Man kann sich 100 Bits für 1,50 holen, also sind ein Bit, glaube ich, so zeitreich. Ja, trifft zu. Würdest du dich von Takemoto oder von Impulse BD? Okay. Minato, danke fürs Follow, was gab? Habe ich nicht, nur ein Unfeatured. War das in dem LR Gogeta und in dem LR. LR Gogeta und LR. Wie heißt das? LR Vegito Banner mit dem Full Power Goku. Wie gesagt, ich. Das sind jetzt meine Erkenntnisse, die ich jetzt hatte. Ich weiß nicht, was diese Vegito Blue Animation bedeutet. Aber wenn du nun unfeatured hast, keine Ahnung, mein Freund, wir wissen ja halt nicht, was die Animation genau bedeuten. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das so stimmt oder nicht stimmt, was da passiert ist. Kein Plan. Aber wie du den Support anschreibst, Google Dokkan Battle Homepage und dann gibt es da einen Support-Button, wo du draufklicken kannst. Dixu, vielen Dank fürs Follow, was glaubt. Ich habe jetzt LR Super Saiyan Goku und LR Gogeta, aber meine Units sind zu schlecht für die Events. Was kann ich machen? Für welche Events? Achso, für allgemeine Events. Ja. Du musst halt gucken, was für ein Team du bauen kannst mit den Jungs, ne? Und ob das Team funktioniert. Im besten Fall einfach sie als Leader nehmen und ein Team bauen, sofern du kannst. Low Pixel HD, was geht ab? Und Haifisch, danke fürs Followen. Your team is amazing. Thanks, man. Appreciate the love. Hab dann deine Tipps jetzt endlich Super Saiyan Angel Goku LR wecken können. Korrekt, freut mich. Wie ist der Konter? Vegeta habe einen Dupe für ihn, wollte den jetzt SSC bringen. Der lohnt sich auf jeden Fall. Siehst du ja, der rasiert ja alles im Alleingang. Als er rauskam, in dem Zeitpunkt, war er der hardest Hitter im Spiel. Jetzt nicht mehr, weil andere krasse Units rauskamen, aber er ist immer noch sehr, sehr gut. Achso, du meinst zum Awaken? Also LR Super Saiyan 3 Goku ist sehr, sehr easy zu awaken. Das solltest du eigentlich schaffen. LR Gogeta kann ich mir vorstellen, dass es schwer wird. Brauchst auf jeden Fall ein gutes Team. RIP Dachbodenbewohner, ja. Ich. Ist das normal, dass ich mehr Glück mit Moodies habe als mit Singles? Meine Freunde immer Singles haben LRs oder so. Es ist ein Zufallsgenerator. Einziger Unterschied bei den Moodies haben, was so ein GSR, also garantiert ein SSR. So, zum Beispiel, jetzt gucken wir mal den Vegeta an. Der wird die komplett eskalieren jetzt. Der kontert die weg, der haut die um, der eskaliert. Wenn da Crits mit dabei sind, wird es schmackhaft. Ey, der wird zugezogen. Ey, Natsu, korrekt. Gratuliere dir, was geht ab? So, jetzt. Er ist auch tanky, er ist sehr tanky. Okay, jetzt kommt ein Konter rein. Wenn er crittet, ist ein Crit, ist ein RIP. Okay, in dem Extreme-Welt macht er wahrscheinlich nicht mehr so viel Schaden, weil Vegeta jetzt tanky ist. Aber fast, ja, 800.000 mit dem Crit kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und so ein Crit, also ein Konter. In dem normalen Event ist es deutlich mehr Schaden. 1 Million so macht er Schaden. Okay, haben wir gerade gesehen. Jetzt vielleicht nicht, weil wir in Extreme-Battle sind. Es sei denn, es ist ein Crit. Okay, doch, auch so macht er 1 Mille. Und dann kontert hier noch ein, zwei zur Seite. Also, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier, boom, raus mit dir. 1,2 Millionen mit einem Crit. Genau das ist es, Jungs. Genau das ist es. Genau das wollen wir sehen. Oh, meine Kraft schwindet. Ich bin so müde gerade und hab übertrieben Hunger, ey, merk ich. Oh, Mann, ey! Egal, das halten wir noch durch und dann machen wir um 20 Uhr Schluss. Ich bin jetzt ein bisschen gechillt hier unten. Ich hoffe, es passt.
Asernudeln. Boah, ich hätte echt Bock jetzt. Geil. Oh, ich hätte jetzt echt Bock auf den Asiaten. Anski, Asni! Bring mir mal eine Nudelbox vorbei oder Fö. So. Low Pixel, danke fürs Subscriben. Was geht ab, mein Freund? Ja, ma. Dankeschön. Ist die SF Farmer vom Strength Vegeta? Leider nicht. Weil er, wie er droppt als Karte, Super Saiyan 2 ist. So, Kakarotto. Was sind wir für eine... Ah, Level 47, okay. Welche Super Saiyan 4 Goku ist besser? Full Power. Jetzt. Oh, kommt nochmal eine Eskalation. Ich sehe legit nochmal im Greater Banner, weil ich diesen Scheiß so ein bisschen haben will. Oh. Ja, wenn ich gedulden kannst, der kommt mit Full Power Goku wieder. In Boss Rush Stage 3 komme ich gerade gut durch, aber in den normalen Events mit denselben Bossen verliere ich. Möge jemand Dokam L verstehen. Ja, RIP. Hast du Strength Vegeta Blue auf SC10 gemacht? Ja, der ist auf 100% auch. Sub habe ich, Subsong, ich habe keinen. Weißt du was, ich stelle das ganz kurz ein, den Subsong-Befehl, weil das viele fragen, ist auch einfacher. Ausrufezeichen Subsong. Und dann gleich mit einem Link dazu am besten. Ah, Moment. Also jetzt der Befehl online. Lass mal den Boy mal laufen, Mama. Bisschen leiser vielleicht, ja. With a blade on my back, Kabuto armor on top of my head. The Sema is from hey. 21 shots, dumb ass, no blackjack. My workshop, I like a katana. Symphonies pressed on the Yamaha. I like a banana, Rukas, Wulala. Round with the Gisha, no Saka. Five star. Wie viele Subs hast du mittlerweile? Oh, sehr, sehr viele, Freunde. Ich hab um die 70 so. Ihr seid brutal, Mann. Ihr seid brutal. Vielen Dank. I'm picking when I'm picking meals. Oh, wenn ich das Video sehe, bekomme ich auch legit Hunger direkt. Shawty wanna holler, shawty really wanna come with me. She said she wanna get down in my suite. Yeah, she wanna be with me. Drink down, drink down. We love when we smoke loud. We love when we go down. We love when we go down. Shawty wanna holler, shawty really wanna come with me. She said she wanna get down in my suite. Yeah, she wanna be with me. Chris, danke fürs Follow, was geht ab? Wirst du eigentlich bei Twitch bleiben oder wieder auf YouTube streamen? Höchstwahrscheinlich bleibe ich auf Twitch. Es läuft überragend. Mitsubishi Red Star Overseas She and I'm a Chi-Chi. Why my logo? Yo, ma. Would you like to come ba? Got drinks at right now. Live if you wanna fly, ha. Turkey bottle, she's sweet like a waffle ass. Wobble and bite like a mug, no color. All I do is farm, ist er halt, nur 50%. Bist du sicher? Es gibt keinen Super Saiyan 2 Vegeta, den man farmen kann. Ach so, ja, wenn du beide Dokkan wächst. Aber sind das 50%? Ah ja, es sind 50%. Ja, oder waren das Dokkan wächst 50%? Der ist auf UR, nicht TOR. Der ist auf T. Sind das echt 50%? Ich glaube, es sind weniger. Also lohnt es nicht. Shawty wanna holler, shawty really wanna come with me. She said she wanna get down and my swing if she wanna be with me. Drink now, string down. We love when we smoke loud. We love when we go down. We love when we go down. Es sind 50%. Ja, aber...
50% ist halt für den Aufwand, würde ich mir nicht geben, um ehrlich zu sein. Weil ihr müsst diesen Vegeta. 50% würde ich mir, um ehrlich zu sein, nicht geben. Ach so, stimmt, ja, ihr weckt ihn und dann, ja, 50% sind nichts, ich würde das auf gar keinen Fall machen. Weil ihr müsst diesen Vegeta neunmal holen, dann ihn erwecken und dann habt ihr nur eine 50%ige Chance, das ist RIP. Um ehrlich zu sein, würde ich das nicht machen, aber auf eigene Gefahr ist natürlich. Ja, RIP. Ich glaube leider, dass unser lieber Strength Vegeta echt kein Charisma mehr kriegt. Ja, glaube ich leider auch. Leider echt. Dass der Full Power nicht drin ist, macht echt keinen Sinn, ja. Man kann in der Counter-Animation von dem Strength Vegeta und dem Free Super Dito sehen, ob es ein. Ja, kann man, genau, richtig, wenn das so aufleuchtet, genau. In sind 50% hatte. Ja, genau, ja, aber. Ja. Hab's gelassen, ja. Ja. Lohnt sich der Strength. ADF! Die Chimera-Königin ist da! Alter, wie groß die verdammte Fliege ist. Die Biene. Hast du mich verarscht? Habt ihr das gerade gesehen? Der SCR war schon auf 100%. Für Super Battle Roads. Schwierig. Schwierig. Also er wär kein schlechter Charakter, sag ich mal. Hat jemand einen Sharingan? Okay, Freunde. Mir schwinden langsam die Kräfte, ich merk's. Wir machen um 20 Uhr Schluss gleich. Und. Beziehungsweise wir machen. Was sind denn für eine Stage? Wird es mehr von den Realer Summon geben demnächst? Demnächst nicht. Weil in den Bannern werde ich nur bei den LMA Gym Vegeta Banner Summon im Stream. Und die kommenden Tale ist, glaube ich, nicht, dass die Jungs da summon werden. Bide? Komm, die machen wir noch, dann sind wir 50 und dann machen wir Schluss. Boah, ich brauche echt was zu futtern gleich. Komm, komm. Machen wir die Stage noch, klatschen wir die beiseite und dann machen wir Schluss für euch. Ah! Schmeiß Deck ein. Vergessen die Reaction nicht. Welche Reaction? Achso, das mache ich dann offline. Das mache ich offline. Ja, geil. Danke für die ganzen Orbs. Appreciate the love, man. Bitte geh weg. Ciao. Oh, bitte geh weg. Alter, das Ding ist so groß. Pokéball, flieg! Chris, Tuni, vielen Dank fürs Zuschauen, was geht ab? Ich habe leider den Rage Vegeta nicht, aber so viel haben den. Wo könnte ich den am besten? Alle Virus Banner, maybe. Maybe alle Virus Banner, ja. Aber er ist auch in jedem anderen Banner. Nicht gefeatured, aber. Also mit Glück könnte er droppen. Hornisse. Das ist keine Hornisse. Nee, Hornissen sind so fett. Das ist die Bienenkönigin. Ich glaube, bei mir im Dachboden ist legit ein Nest. Kommt die ab und zu immer rein, jeden Tag. Chillt. Macht irgendwas. Wischt meinen Staub weg. Irengar, danke fürs Zuschauen. Toni, was. Naja. Boah, ich brauche was zu fordern. Ich merke es richtig. Komm, lass mich die Stage hier beenden und dann machen wir Schluss. Wir sind bis 50 gekommen. Pff, auf jeden Fall gut. Komm, mitnehmen. GG, einfach. Ey! Verkaufsshop, sag vielen Dank für die 20 Bits. Das geht ab, mein Friends. Ja, guck mal. Komm mal vor die Cam und zeig dich. Naja. Meruem als Biene, ja, sieht so aus. Dragonite, danke fürs Follow, was geht ab? Die will man auch zocken. Juckt sie gar nicht, richtige Nachbarin auf jeden Fall, sagt jeden Tag. Oh, sind viel Schaden. Okay, nee, wir haben es überlebt. Irgendwann, dass du Biene nicht killst, bevor ich die kille, killt die mich, Mann, das ist so ein Viech. Also Freunde, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt bei Stage 50.
Sei es im Stream Upload. Vielen Dank, dass ihr da durchgezogen habt, mitgefiebert habt, mitgemacht habt. War echt angenehm auf jeden Fall. Die Tage, schaut im Streamplan, werden wir auch wieder noch online gehen. Da machen wir im Stream, denke ich mal, bis 77. Darüber hinaus müsst ihr nicht machen, weil bis 77 bekommt man gute Preise. Darüber hinaus ab 78 und höher bekommt man dann nur Statuen, Herkules-Statuen. Wenn jemand Sandy braucht, kann man mitnehmen. Bis dahin würde ich sagen, wäre es erstmal vorerst. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich leider schnell, weil ich echt Hunger. Diejenigen, die da auch Futter und einen guten Appetit. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Haut rein, Leute. Peace.